Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute ist Samstag, der 25. Oktober 2008. Mein Name ist Nikolas Hofer und ich habe heute Professor Bernd Senf zu Gast. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Dankeschön. Wir sind gleich beim Thema. Gestern am Freitag sind weltweit die Börsen eingebrochen, haben sich wieder etwas erholt, aber es scheint ja Panik zu herrschen aller Orten. Man spricht von Kreditkrise, von Finanzkrise, von Bankenkrise, jetzt auch von Wirtschaftskrise, da es langsam auf die Realwirtschaft übergeht. Was ist Ihre Einschätzung dafür? Bekommen wir ein vernünftiges Bild über die Ursachen geliefert in der normalen Informationslieferung durch Medien, durch Massenmedien, Fernsehen und so weiter? Oder wird dort eigentlich die Ursache dieser ganzen Probleme eher ausgespart? Was ist Ihre Einschätzung? Also mein Eindruck jetzt aus den Kommentaren, den Sendungen, Fernsehen, Rundfunk, Presse, Kommentar und so weiter, der letzten Wochen ist der, dass viel Aufregung erkennbar ist zu diesen Themen, viel Überraschung auch. Wie kann es sowas auf einmal so heftig geben? Das allerdings dann kaum auf die tieferen und mir wesentlich erscheinenden Ursachen dieser Entwicklung und dieser Zuspitzung der Krise eingegangen worden ist. Und ich denke, wann, wenn nicht jetzt, wäre die Gelegenheit und eigentlich auch die Notwendigkeit, den Blick mehr in die Tiefe zu richten und nicht einfach nur bei den Oberflächenphänomenen stecken zu bleiben. Wenn Sie sagen Oberflächenphänomene, also dann sprechen Sie von Arbeitslosigkeit, dann sprechen Sie von Arm durch Arbeit, dann sprechen Sie von Kreditklemme, von die Banken müssen gerettet werden und diese ganze Dinge. Das heißt, man bekämpft dort Symptome dieser Ursache und spart die wesentliche Ursache aus. Was ist denn die wesentliche Ursache dieser Probleme? Ich sehe wesentliche Ursachen in der Struktur und Dynamik des bestehenden Geldsystems. Und das ist jetzt nicht nur ein Problempunkt, da gibt es mehrere wesentliche Problempunkte, die ich mal kurz erwähnen will. Das eine scheint mir zu liegen in der Problematik des Zinssystems. Etwas, wo sich alle dran gewöhnt haben, dass es den Zins gibt und wo kaum jemand sich Gedanken darüber macht, wo das eigentlich hintreibt auf Dauer, auf der Grundlage des Zinses und Zinseszinses. Ein zweiter Problempunkt im Geldsystem scheint mir zu liegen in der Art und Weise, wie Geld in den Kreislauf, in den Wirtschaftskreislauf kommt. Wer sind die Herren oder auch Damen der Geldschöpfung? Wie geschieht es? Und da sind es ja einmal die Zentralbanken, also für den Euro die EZB, für den Dollar die Fed, Federal Reserve System, um nur einige zu nennen. Da haben doch viele Menschen schon die Ahnung, dass diese Zentralbanken für die Geldversorgung einer Volkswirtschaft verantwortlich sind, also letztendlich die Quelle offenbar sind für Geld. Bei den Geschäftsbanken, bei den privaten Geschäftsbanken ist diese Vorstellung schon meistens mehr nebulös oder man ahnt gar nicht, dass auch das private Geschäftsbankensystem in der Lage ist, zusätzlich zum Zentralbankgeld noch Geld zu schöpfen. Ob das als gesetzliches Zahlungsmittel definiert wird oder nicht, das ist dabei erstmal unbedeutend. Aber es wirkt ja gesamtwirtschaftlich als Nachfrage nach Sozialprodukt. Das heißt, das sogenannte Giralgeld, das sind die bargeldlosen Zahlungen. Und dieses Giralgeld wird zum großen Teil von den Geschäftsbanken aus dem Nichts geschöpft. Es braucht zwar eine Grundlage von Zentralbankgeld, und darauf kann das Geschäftsbankensystem zusätzliches Giralgeld aufbauen und hat also insofern einen wesentlichen Anteil an der Schöpfung der Geldmenge, die dann volkswirtschaftlich bedeutend wird, also nachfragewirksam wird an den verschiedenen Märkten. Und in der Art und Weise, wie dieses Geld in Umlauf kommt und gebracht wird
Und wer dieses Geld in Umlauf bringt, sehe ich grundlegende Probleme, auf die ich schon vor Jahren hingewiesen habe. Mein erstes Buch, was zu diesen Zusammenhängen, also was sich darauf bezieht, das ist dieses Buch Der Nebel um das Geld. Das ist in erster Auflage 1996 erschienen. Und da habe ich schon darauf verwiesen, dass diese Verknüpfung von Geld mit dem Zins, das ist hier in dieser Grafik angedeutet, eine Reihe von Krisensymptomen hervortreibt. Also das sind 5 Krisensymptome. Das ist einmal die Krise der Wirtschaft, dann ist es die Krise der Umwelt, dann ist es die Krise der Gesellschaft im Sinne wachsender Ungleichverteilung, dann ist es die Krise des Staatshaushaltes im Sinne von Staatsverschuldung, wachsender Staatsverschuldung und die Krise der Dritten Welt, also die Schuldenkrise der Dritten Welt. Auf diese Zusammenhänge habe ich, wie gesagt, schon seinerzeit eindringlich hingewiesen und auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, dieses Zinssystem erstmal kritisch zu beleuchten, das heißt, das in die öffentliche allgemeine Diskussion zu bringen und dann auch darüber nachzudenken beziehungsweise auch mal aufzuarbeiten, was es da schon an Ansätzen, an Ideen, zum Teil auch an Modellversuchen gibt, in Richtung eines zinslosen Geldsystems. Und was die Geldschöpfung anlangt, das ist von mir verarbeitet worden, ansatzweise auch in diesem Buch Der Nebel um das Geld, aber dann noch ausführlicher hier in diesem Buch Der Tanz um den Gewinn. Und da ist ein langes Kapitel drin, Kontroversen um das Geld. Und das sind vor allen Dingen die Kontroversen um die Geldschöpfung. Gibt es eine Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken? Wenn ja, wie ist sie zu begründen, wie ist sie einzuschätzen? Manche leugnen diese Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken ganz und sagen, es wäre ein Mythos. Damit habe ich mich in diesem Buch auseinandergesetzt. Und hier ist ein weiteres Kapitel drin mit der Überschrift Börsenfieber und kollektiver Wahn. Und dieses Titelbild hier zeigt also das goldene Kalb. Der Tanz um den Gewinn ist natürlich eine Assoziation zu dieser biblischen Geschichte des Tanzes um das goldene Kalb. Und hier tanzt eine Menschenmenge voller Begeisterung und Euphorie und letztlich aber auch Blindheit um dieses selbstgeschaffene goldene Kalb. Und hier in dem Bild, in der Grafik ist dann drinnen, in dem goldenen Kalb ein Bildschirm mit der Abbildung des DAX, Deutscher Aktienindex. Das Buch ist erschienen, ich glaube 2000, 2001 in der ersten Auflage. Und da habe ich den DAX schon so gemalt, dass er erstmal mächtig aufwärts geht und dass er dann abstürzt. Da verstanden viele zu der Zeit überhaupt nicht, warum ich nun diesen Absturz da noch mit einzeichne, wo es doch aufwärts gegangen ist. Und hin und wieder mal an den sogenannten neuen Märkten es Einbrüche gab, doch aber nicht beim ganzen DAX. Mittlerweile stecken wir, und zwar nicht nur mit dem DAX, also an den deutschen Börsen, sondern weltweit an den Börsen, Aktienbörsen und anderen Börsen, in einer tiefen Krise. Und Fachleute, die Jahre, Jahrzehnte lang gepredigt haben, dass man dieses Geschehen auch an den Börsen den Märkten, den Marktteilnehmern doch überlassen möge und dass staatliche Eingriffe und Reglementierungen zu unterbleiben haben oder abzubauen sind. Liberalisierung. Liberalisierung, ja, Befreiung der Märkte von allen möglichen Formen von Reglementierung, Interventionen und wie es alles genannt wurde. Die werden jetzt vor allen Dingen in den Kommentaren interviewt und man hört von ihnen, wie überrascht sie sind, mit welcher Wucht und mit welcher Heftigkeit diese Krise derzeit über die ganze Welt sich ausbreitet. Ich kann nur sagen, für mich ist es überhaupt keine Überraschung. Ich habe über die vielen Jahre hinweg, wo sich mir die Gelegenheit bot, auf diese Tendenzen hingewiesen. Es wird sich zuspitzen. Es wird zunächst mal an der Peripherie des kapitalistischen Weltsystems zu solchen krisenhaften Entladungen kommen. Ich erinnere an die Südostasien-Krise 1997.
Oder Argentinien. Oder Argentinien und einige andere. Und meine These war, es wird sich nicht beschränken lassen auf die Peripherie. Es wird mehr und mehr in den Kern, in die Zentren des globalen Kapitalismus hinein sich auswirken müssen. Das kam dann ja ansatzweise mit der Krise an den neuen Märkten, also neue Technologie. Das schien ja nun alle bisherigen Grenzen zu sprengen. Informationen konnten im Computerzeitalter mit Lichtgeschwindigkeit übermittelt werden und damit auch Informationen an den Börsen, also um Unsummen von spekulativem Kapital rund um den Globus zu bewegen. Da schienen auch unbegrenzte Spekulations- und Renditemöglichkeiten. Also Wachstumspotenzial. Wachstumspotenzial, aber keiner hat darüber nachgedacht, was ist denn die reale Grundlage des Wachstums, sondern die Kurse gingen in die Höhe, dann eben an den neuen Märkten. Ja, man wurde schon fast dann mitleidig angeguckt, wenn belächelt, wenn, also für die, die überhaupt an der Börse da eingestiegen sind, wenn man noch in diese alte Technologie irgendwo investiert hatte und sein Geld dort angelegt hatte. Also kurz um die neuen Märkte, das war der große Renner. Damals war ja dann auch noch hier die T-Aktie, Telekom, und die musste unters Volk gebracht werden, und allabendlich haben wir dann Sendungen gehört mit einem bekannten Schauspieler ja auch noch als Werbeträger. Das wurde zum Volkssport. Man musste dabei sein. Und so sind sie alle auf den Zug draufgesprungen, oder viele. Und die Kurse gingen ja tatsächlich in die Höhe, eine Weile lang. Und meine These damals war, das kann nicht von Dauer sein. Sie müssen einstürzen, und alle Male die an den neuen Märkten. Und sie sind so jämmerlich eingebrochen. Wobei es übrigens ja nicht nur Verlierer bei solchen Crashs gibt, sondern es gibt immer auch Gewinner. Nämlich die, die rechtzeitig auf hohem Niveau der Kurse, wohl wissend, dass das bald kippen wird, aussteigen, die können ihre Spekulationsgewinne ja realisieren. Und wenn sie dann genügend Geduld haben und die Kurse sind abgestürzt und sie steigen dann auf niedrigem Niveau ein, dann können sie mit einer gegebenen Summe von Geld ganze Imperien aufkaufen. Also solche Krisen haben immer auch Gewinner, neben vielen Verlierern. Ja, kurzum, das war also das Vordringen der Einbrüche von der Peripherie des globalen Weltsystems in die Zentren, also in dem Fall jetzt hier auch nach Deutschland, neuer Markt. NEMAX hieß das damals, neuer Marktindex. Dann dachte man ja, der neue Markt, das war alles ein bisschen übertrieben. Aber die anderen Börsen, die sind solide, und da kann sowas nicht passieren. Ja, auch das habe ich nicht für glaubwürdig gehalten, weil sich eben ableiten lässt, und das können wir vielleicht im Gespräch etwas rausarbeiten, auf der Grundlage des Zinssystems, auf der Grundlage der Dynamik des Zinseszinses, muss es schließlich zu immer mehr Entwertungsprozessen kommen. Also von Geldvermögen, die nur scheinbar virtuell sozusagen Vermögen darstellen und die gar nicht hinreichend realwirtschaftlich begründet sind. Und diese wachsende Spannung zwischen beiden muss sich irgendwann lösen. Und eine Form davon sind die Kursstürze, zum Beispiel eben an den Börsen. Ja, ein paar Jahre später ging es ja vor allen Dingen in den USA los mit den Hypothekenkrisen, also Kredite, die von den Banken an Häuslebauer gegeben wurden, zu unglaublich günstigen Bedingungen. Also man hat den Häuslebauern die Kredite quasi hinterhergeschmissen. Man hat dann auch gesagt, guck mal, die Immobilienpreise sind ja über Jahrzehnte angestiegen, das wird auch so weitergehen, und wenn ihr jetzt ein Haus baut, dann könnt ihr sicher sein, wenn ihr wirklich mal Geld braucht, dann könnt ihr das Haus verkaufen und dann werdet ihr einen Spekulationsgewinn ohnehin mitnehmen. Und also könnt ihr dann auch den Kredit locker zurückzahlen. Und so hat man also Millionen von amerikanischen Haushalten dazu gebracht, Kredite für
Hausbauten aufzunehmen, mit der Vereinbarung, dass der Zinssatz angepasst werden kann, den marktüblichen Bedingungen. Und dann stieg der Zinssatz später und Millionen von Haushalten saßen in der Zinsfalle drinnen. Das heißt, sie mussten jetzt den gleichen Kredit, die gleiche Summe, mussten sie jährlich zu einem höheren Zins bedienen und das hat vielen das Genick gebrochen. Ja, dann kam da einiges ins Purzeln. Es zeigte sich, dass diese Forderungen gegenüber den Kreditnehmern, dass die nicht oder nicht vollständig eingetrieben werden konnten. Also von Seiten der Gläubiger, von Seiten zum Beispiel der Banken. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann gibt es ja noch etwas weiteres, neben der Tilgung und neben den Zinsen, die mit dem Kredit verbunden sind, gibt es ja dann noch die dingliche Sicherung. Und die besteht in dem Fall darin aus Haus und Grundstück, also aus der Immobilie. Und wenn die Bank Zinsen und Tilgung nicht vereinbarungsgemäß mehr einfordern kann, oder fordern kann sie, aber sie kriegt es nicht bedient, dann hat sie das Recht, auf das Eigentum des Schuldners zurückzugreifen, also auf das Haus. Und eine Bank ist nun kein Immobilienunternehmen, in der Regel jedenfalls. Sie wird also jetzt nicht diese Häuser selber halten, sondern sie wird im Großen und Ganzen die Häuser so schnell wie möglich in Geld umwandeln wollen. Und so schnell wie möglich heißt Zwangsversteigerung. Das ist ein ganz normales Geschehen bei Hypothekenkrediten, dass es immer mal zu Zwangsversteigerungen kommen kann. Es wird problematisch, wenn es eine Welle von Zwangsversteigerungen gibt. Und das ist dann in den USA gewesen. Da kommen so viele Grundstücke auf einmal auf den Markt, also sie werden verkauft. Bei Zwangsversteigerungen ist es eh klar, dass man immer weniger bekommt, als man unter sonstigen, regulären, weniger hektischen Bedingungen bekommen würde. Und also sind die Immobilienpreise, die vorher in die Höhe gegangen waren, sind auf breiter Linie eingebrochen. Das bedeutete nun, die amerikanischen Banken mit ihren Forderungen hatten jetzt nicht mal mehr dingliche Sicherheiten. Meine These ist, im Gesamtsystem ist das auch gar nicht möglich. Vielleicht sollte ich das mal mit einer Kurve hier ganz kurz andeuten, nämlich diese Rolle des Zinseszinses. Das ist hier der Zeitablauf und hier ist Geld angelegt. Das muss jetzt nicht nur ein Einzelner sein, sondern die Summe von Geldanlagen, die jährlich einen Zins abwerfen. Und wenn diese Zinserträge auf diese Geldanlage draufgepackt werden, dann ergibt sich hier eine Entwicklung der Geldvermögen über Jahre oder Jahrzehnte. Man spricht hier von exponentiellem Wachstum, also ein beschleunigtes Wachstum. Das geht aber nur, das ist ja für die hier wunderbar. Und das macht der Zinseszins. Das geht nur, wenn es irgendwo anders im Gesamtsystem ein entsprechendes Anwachsen von Verschuldung gibt. Und wer kommt da in Frage für Verschuldung? Das sind die privaten Haushalte, das sind private Unternehmen, also Kredite für Investitionen, das ist der Staat als möglicher Schuldner, Staatsverschuldung. Das alles innerhalb eines Landes und dann gibt es auch entsprechende Verschuldung all dieser drei Gruppen, Verschuldungsmöglichkeiten im Rest der Welt und das nennt man dann Auslandsverschuldung. Wenn man das erstmal innerhalb eines Landes betrachten, bleiben also die drei Gruppen. In der Summe müssen die Schulden anwachsen, weil ohne das die Geldvermögen nicht anwachsen können. Die Geldvermögenden legen aber sehr viel Wert darauf, dass ihr Vermögen anwächst. Und sie werden auch zum Beispiel gegenüber den Banken, wo sie ihr Geld anlegen, gegenüber den Investmentfonds, wo sie ihr Geld anlegen und so weiter, werden sie Druck ausüben und sagen, mach was aus meinem Geld. Und nicht nur irgendwas, sondern möglichst viel. So stehen also diese Institutionen unter einem Druck, jetzt immer wieder Schuldner, mehr Schuldner und eine wachsende Schuldensumme letztendlich zu suchen und zu finden. Ich nenne das monetärer Stauungsdruck. Und
dann müssten Sie ja bei der wachsenden Zahl von Krediten und von Verschuldung, müssten Sie ja auch in wachsendem Maße dingliche Sicherheiten dann auch vorfinden. Aber da ist schon erkennbar, dass das auf Dauer nicht geht. Denn dieses exponentielle Wachstum, wenn man das über Jahrzehnte oder gar über 100 oder 200 Jahre nur mal mathematisch sich ausdenkt, das nimmt solche unglaublichen Dimensionen an. Es gibt nichts in der realen Welt, was derart, auf Dauer derart wachsen kann. Immobilien, Häuser, Grundstücke können unmöglich derart wachsen, wie es eigentlich gefordert wäre bei wachsender Verschuldung und wachsender Sicherheit und Sicherung der Kredite. Was folgt daraus? Es ist im System die Tendenz angelegt, unter dem monetären Stauungsdruck, dass die Banken Kredite immer leichtfertiger vergeben. Oder sie bleiben auf den Geldern sitzen, dann können sie ja keine Geschäfte machen. Sie stehen unter dem Druck, sozusagen erst ein Auge zuzudrücken, dann das andere Auge zuzudrücken, dann noch die Hühneraugen zuzudrücken, um bloß nicht klar zu sehen, dass diese dinglichen Sicherungen keine sind. Im Ernstfall. Das kann man noch gar nicht mal den einzelnen Bankern übel nehmen, sondern, wie gesagt, das ist systembedingt. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, im Moment ist ja die Diskussion, dass zum Beispiel die Ratingagenturen einen Fehler gemacht haben oder viele Fehler gemacht haben. Das heißt, es wurden diese Immobilienkredite ja auch nicht nur in den USA dann in den Banken, sondern auch weltweit verteilt, indem man sie gebündelt hat und wieder aufgesplittet und dann diese Kreditderivate wie weiterverkauft hat. Ja? Und die wurden ja bewertet, also das ist ja die Idee, dass eine Ratingagentur, Profis, ja, die Experten gucken drauf, bewerten dann diesen Kredit, also die Ausfallwahrscheinlichkeit. Und jetzt heißt es, die haben den Fehler gemacht, die beziehungsweise die Regulierung war nicht gut, wir brauchen einen Wertpapier-TÜV, also wir müssen gucken, dass wenn solche Wertpapiere kreiert werden, dass die auch gut sind, damit eben sowas nicht passiert. Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, dann sagen Sie, alle Regulierung und alle TÜVs und alle Ratings der Welt können die Dynamik dieses Systems nicht abändern per se, sondern sie müssen sich mit der Dynamik abfinden und dann sind sie gezwungen praktisch, wie sie sagen, die Augen zuzudrücken und zu sagen, okay, das wird schon weitergehen, denn wenn sie es nicht machen und sagen, nee, das ist Schrott und der Kredit wird nicht vergeben und das Geldvermögen will ja trotzdem weiter anwachsen, das heißt, dann würde hier diese Schuld fehlen, die Neuverschuldung würde fehlen, ja, und dann käme der Crash eben schon zu diesem Zeitpunkt. Ja, schon zu diesem Zeitpunkt. Okay. Und das System ist so, dass es immer wieder Entwertungen hervorbringen muss, weil das kann nicht hier immer weiter auseinandertreiben. Es muss in irgendwelchen Formen zu Entladungsprozessen kommen. Das ist ja vergleichbar mit Hochspannung bei Elektrizität. Ja, irgendwann entlädt sich die Hochspannung. Und das Merkwürdige ist, dass unser Geldsystem so gebaut ist, wie man eine technische Apparatur niemals bauen würde, es sei denn, es ist eine Bombe oder eine Zeitbombe. Es ist auch so, wie es in lebenden Systemen auf Dauer gar nicht sein könnte, dass etwas exponentiell anwächst. Weil überall, wo das geschieht, auf Dauer in lebenden Systemen, ist was Destruktives. Ich will das vielleicht noch ein Stückchen hier dieses Bild ergänzen. Diese wachsende Verschuldung bringt ja auch wachsende Zinsbelastungen mit sich. Zinslasten soll das heißen. Die müssen jährlich aufgebracht werden. Und ich mal das hier nochmal in einem anderen Bild daneben, wo ich diese Zinslasten in diesen Quadranten hier tue und diese Achse etwas strecke. Solche wachsenden Zinslasten könnten problemlos aufgebracht werden aus dem Sozialprodukt, wenn das Sozialprodukt entsprechend auch exponentiell wachsen würde, auf Dauer.
Es gibt Phasen, wo das geschieht und geschehen kann, aber auf Dauer ist das unmöglich. Es muss sich hier abschwächen, das Wachstum. Auch in der Bundesrepublik haben wir das gehabt. Die ersten zwei Jahrzehnte ging es aufwärts, Wirtschaftswunder. Dann muss sich das abschwächen. Wenn sich das aber abschwächt, während sich das hier exponentiell weiterentwickelt, dann ist hier erkennbar, frisst dieser Teil der Zinslasten frisst immer mehr dieses Sozialprodukt auf. Das heißt, zuallererst müssen ja die Zinslasten bedient werden von den Schuldnern und das, was dann übrig bleibt, da geht's dann um die Verteilung. Und das wird hier immer enger. Das heißt also, bei nachlassendem Wachstum, obwohl die Wirtschaft noch wächst oder das Sozialprodukt noch wächst, wird es immer enger. Das macht auch verständlich, warum wir schon seit etlichen Jahren politisch immer wieder gehört haben, sparen, 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 Gürtel enger schnallen. Eigentlich muss es ja heißen, kürzen, kürzen, kürzen. Und kaum jemand hat gefragt, ja, warum eigentlich? Das Sozialprodukt wächst doch immer noch in Wachstumsraten, zwar geringer als in anderen früheren Phasen, in absoluten Beträgen übrigens durchaus noch mit erheblichen Summen. Das Sozialprodukt ist doch immer noch gewachsen. Warum gibt's denn da nichts mehr zu verteilen oder immer weniger? Kaum jemand hat es gefragt. Hier liegt eine wesentliche Antwort. Bevor es um die Verteilung geht und an die Verteilung des Sozialprodukts, wird ein wachsender Teil vorher rausgeschnitten aus dem Kuchen. Und das sind die Zinslasten und die fließt auf der anderen Seite dahin, dass hier die Geldvermögen größer werden. Also dieses System mit diesen wachsenden Zinslasten treibt notwendig dann dahin, ja, zu einem Prozess, der eigentlich mit Krebs beim menschlichen Organismus zu vergleichen ist. Es wächst das exponentiell, während das hier mit diesem Wachstum gar nicht mithalten kann. Und dann werden dem Gesamtorganismus, also in dem Fall dem sozialen Organismus, immer mehr, wenn man so will, Lebenskräfte entzogen. Von Krebs wissen wir, dass er lebensbedrohlich ist, wenn er nicht früh genug erkannt wird, wenn dem Prozess nicht früh genug begegnet wird und ja, vielleicht auch eine grundlegende Neuorientierung im Leben des betreffenden Menschen stattfindet. Hier ist dieses destruktive System, dieses destruktive Prinzip im Geldsystem eingebaut, von Grund auf. Und das ist schon etwas sehr Problematisches. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es also nicht so, wie die meisten sich das vorstellen, wie ich mir das auch vorgestellt habe, dass einfach erstmal Geld da ist, ja, und das wird dann irgendwie verteilt. Die einen tragen es zur Bank, die anderen holen es bei der Bank in Form von einem Darlehen oder so. So habe ich mir das immer vorgestellt. Und Geld ist eigentlich erstmal irgendwie da in der Wirtschaft, ja. Und diese Dynamik, die dahinter liegt, die habe ich mir so nie klar gemacht, denn eigentlich wächst ja das Sozialprodukt mit 2% jedes Jahr. Das wäre ja quasi exponentiell. Also es würde ja exponentiell wachsen, dieses Sozialprodukt. Wo ist da die Problematik? Und was ist das Argument, wenn jemand sagt, ja, ich sehe eigentlich kein Problem in den paar Prozent, die Oma aufs Sparbuch bekommt, weil das Sozialprodukt wächst ja auch mit diesen paar Prozent. Das heißt, in diesen Zinslasten, sind das nur diese Sparbuchprozente oder ist das eigentlich die Geldkapitalrendite, wie auch immer die dann genannt wird, sei es eine Dividende oder sei es, also leistungsloses Geldkapitaleinkommen, ist im Prinzip das, was in dem Roten hier eingebaut ist, oder ist es nur der Zins, sagt man einfach Zins? Jetzt habe ich Sie erstmal nur auf den Zins bezogen, wobei ich nicht unterschieden habe zwischen Sparzins und Kreditzins, also was die Oma da bekommt. Oder auch jeder andere, die 2% meinetwegen, das ist der Sparzins. Der Kreditzins, den die Bank fordert, der ist in der Regel nicht 2%, vielleicht als Lockangebot, wie bei den amerikanischen
Hypothekenkrediten, aber dann geht er alsbald höher und dann müssen die Schuldner wesentlich mehr aufbringen, als jährlich das Sozialprodukt wächst. Und schon von daher muss das enger werden. Die Zinslasten insgesamt, und das sind ja nicht nur die Häuslebauer, das sind die Unternehmen, das sind der Staat, ist der Staat, der sich verschuldet hat. Die Zinslasten insgesamt wachsen schneller aufgrund dieses exponentiellen Wachstums als das Sozialprodukt. Und selbst wenn das Sozialprodukt noch wächst, es müsste ja eigentlich mit der Rate des Kreditzinses wachsen. Und das ist absolut undenkbar. Auf Dauer. Okay, das heißt, um nochmal auf dieses Geldproblem grundsätzlich zurückzukommen, wo Geld überhaupt herkommt, wenn es denn nicht einfach da ist. Also diese Dynamik, denke ich, habe ich verstanden. Aber wo kommt denn Geld her? Wieso müssen sich denn alle verschulden? Der Staat verschuldet sich, die Privatunternehmen verschulden sich, die Privatleute verschulden sich, müssen sich auch verschulden, damit dieser Prozess überhaupt funktioniert. Aber bei wem verschulden die sich denn und wo kommt eigentlich dieses Geld überhaupt her, dass sie sich verschulden können? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, die merkwürdigerweise selten gestellt wird. Es kommt jetzt auch ein Film in die Kinos, Let's Make Money, der in vieler Hinsicht sehr aufschlussreich ist, auch sehr kritisch beleuchtet, wie das Geld, was im Kreislauf ist, dann bei wenigen landet und sich anhäuft und bei vielen fehlt es dann und so weiter. Aber selbst der Film beleuchtet nicht diese Frage, wo kommt das Geld denn eigentlich her? Außer, dass da mal gezeigt wird, dass Geld in der Druckmaschine gedruckt wird. Also technisch ist es klar, irgendwo muss durch eine Druckerei gegangen sein. Aber dann, ja, das liegt für die meisten im Dunkeln. Und man ahnt vielleicht, ja, die Zentralbanken sind dafür zuständig. Ja, aber was heißt das? Wenn man dann ein volkswirtschaftliches Lehrbuch zu Rate zieht, ich nenne ein internationales Standardwerk von einem amerikanischen Ökonomen namens Mankiw. In der englischen Ausgabe ist das wunderschön, vor jedem Kapitel sind schöne bunte Bilder und vor dem Kapitel über Geld und Währung oder so ähnlich ist ein buntes Bild. Da ist ein Hubschrauber und da fliegen die Geldscheine raus. Das erinnert mich, ich meine, er schreibt dann, das soll scherzhaft sein, ja, aber es ist auch durchaus ernst zu nehmen, weil bei vielen bleibt es irgendwie in ganz diffusen Vorstellungen hängen. Wenn wir früher gefragt haben, wo kommen die Babys her, da hat man, also meiner Generation, ja, in meiner Jugend, Kindheit und Jugend noch erzählt, das ist der Klapperstorch. Mittlerweile sind wir da aufgeklärt und die nächste Generation schon viel früher aufgeklärt worden. Es hat Aufklärungsbücher gegeben und Filme und was nicht alles, Zeitschriften. Aber in Bezug auf die Frage, wo kommt denn das Geld her, befindet sich die Gesellschaft im großen Ganzen noch in dem Stadium des Märchens vom Klapperstorch. Und der Mankiw hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Das ist der moderne Klapperstorch. Der Hubschrauber, ja, der klappert da oben und dann wirft er die Geldscheine ab. Ja, naja, da kann man drüber lachen, aber Scherz beiseite, es ist eine ernste Frage, eine ernstzunehmende Frage. Und wenn man der nachgeht, kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Auch ich selber, ich habe nur Volkswirtschaftslehre studiert, dann habe ich jahrzehntelang gelehrt. Ich habe auch Theorien kennengelernt, hier über multiple Kreditschöpfung hieß das in volkswirtschaftlichen Lehrbüchern. Natürlich gab es auch Kurse über Währung und Währungspolitik und Bundesbank damals. Trotzdem, wie das genau läuft mit dem Geld, wo kommt das her? Das ist vielen bis heute nicht klar. Und mir war es lange Zeit auch nicht wirklich klar. Weil indem man da irgendwelche mathematischen Modelle vorgesetzt bekommt, wird nicht unbedingt der Blick geschärft für die tatsächlichen, realen Zusammenhänge. Also ich habe mich erst mal rauswinden müssen aus diesen Verklausulierungen dessen, was im Zusammenhang mit Geld, Geldschöpfung, dann ja auch mit Zins in den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern ist. Über die Zinsproblematik habe ich in meinem ganzen Studium nichts erfahren. Über den Zins schon, aber nicht über dessen Problematik. Also, bleiben wir bei der Zentralbank.
Früher war das wohl irgendwie mit Geld so, Goldmünzen, ja, da gab es einen Münzherrn, der König, ja, der hat dann das an Einzelne als Lizenz Münzprägerecht vergeben. Letztendlich war aber die Münzen waren ja ein greifbares Material, also Gold. Und Gold, ja, das scheint auch selbstverständlich zu sein, das ist wertvoll, obwohl es höchst interessant ist zu fragen, ja, warum eigentlich? Das wollen wir aber jetzt hier nicht diskutieren. Dann wurde aber dieses Gold so nach und nach ja nicht ersetzt, aber es gab außerdem dann Papiergeld. Und das Papiergeld war zunächst mal 100% durch Gold gedeckt. Vielleicht sollte ich das hier auch mal kurz anmalen. Also, es gab erstmal Gold und dann Papiergeld. Das soll hier so ein Papier sein, meinetwegen ein Hunderter. Ja, und damit war dieses Papiergeld 100% durch Gold gedeckt. Also zum Beispiel haben die Leute ihr Gold zum Goldschmieden gegeben in den historischen Anfängen des Papiergelds und haben dafür eine Quittung bekommen, diesen Hunderter hier. Und damit war verbunden die Möglichkeit, dass sie hier das wieder in Gold einlösen. Ja, aber nicht jeder hat das in Gold eingelöst, sondern da hat der eine hier vielleicht das weitergegeben an einen zweiten. Und der Anspruch, das in Gold einzulösen, wanderte hier mit. Und der hat es dann vielleicht diesen Schein an einen dritten weitergegeben. Und die Goldeinlösegarantie wanderte mit. Was ich hier mit dem Bild nur andeuten will, nicht jeder hat immer wieder das Gold die Papierscheine eingelöst, die sogenannten Banknoten, eingelöst in Gold, sondern man hat sich daran gewöhnt, es reicht ja, wenn das möglich ist. So. Und dann ist vielleicht nur noch ein Drittel davon eingelöst worden. Das hat dann bedeutet, wenn nur noch ein Drittel von den Goldreserven eingelöst wurde, blieben hier zwei Drittel übrig für die Bank. Und die Bank konnte dann auf der Grundlage dieser zwei Drittel konnte sie neue Scheine rausgeben. Von denen auch wieder nur ein Drittel eingelöst wurde in Gold und deswegen reichten diese Goldreserven. Aber diese zwei Scheine sind eigentlich aus dem Nichts geschöpft worden und sind aber in Umlauf gebracht worden als Kredit, mit Zinsen, Tilgung, Sicherheit. Das ist das Prinzip damals gewesen der Papiergeldschöpfung. Aus dem Nichts, nicht beliebig, sondern auf der Grundlage von Goldreserven. Aber immerhin, damit konnte fast gezaubert werden. Und heutzutage haben wir etwas Ähnliches mit der Möglichkeit, auf Bargeld dann Giralgeld zu errichten. Das werde ich jetzt hier nicht in Detail ableiten können. Was ich nur andeuten will, hier ging sozusagen die Tür auf in Richtung Papiergeldschöpfung aus dem Nichts. Es ist später auf die Zentralbanken dann übergegangen, die ein Privileg bekommen haben oder sich das geholt haben. Und wo sie auf diese Art und Weise, die Zentralbanken, dann ein Geld aus dem Nichts schaffen konnten, was zum allgemeinen Zahlungsmittel wurde und was von vornherein in den Kreislauf kam, mit Schuld und mit Zins belastet, also als Schuld und als mit Zins belastet. Manche sprechen von Schuldgeld oder Schuldengeld. Dieses Geld in unserem bestehenden Geldsystem und seit längerer Zeit ist Schuldgeld von seiner Erzeugung an, setzt es andere in die Schuld. Nur so kommt es in den Kreislauf. Wenn nun das Sozialprodukt wächst, braucht es auch eine wachsende Geldmenge. Und eine wachsende Geldmenge geht in diesem Schuldengeldsystem nur so herzustellen,
in dem wachsende Schulden, wachsende Verschuldung entsteht. Nehmen wir ein Beispiel. Federal Reserve gibt dem Staat aus dem Nichts geschöpftes Geld, also im amerikanischen Staat. Dafür nimmt die Fed herein eine Forderung gegenüber dem Staat, nämlich diese Schuld zu bedienen mit jährlichen Zinsen. Eigentlich müsste es auch irgendwann mal getilgt werden. Jedenfalls ist der Staat jetzt in der Schuld. Der Staat gibt dieses Geld aus, dadurch kommt es als Staatsaufgaben, Aufträge für dies und jenes, auch für Rüstung, kommt es dann in den Wirtschaftskreislauf rein. Das bedeutet, das, was aus der Sicht der Zentralbank als eine Forderung und als ein Aktivum erscheint, als Grundlage des Geldes, ist auf der anderen Seite die Staatsschuld. Das ist so absurd. Es braucht für die wachsende Versorgung mit Geld wachsende Verschuldung. Und wie gesagt, die treibt irgendwann mal und unvermeidlich wachsende Zinslasten hervor und irgendwann mal unvermeidlich den Zusammenbruch der Schuldner oder den Verzicht der Gläubiger oder irgendwelche Entwertungen, wo die Forderungen der Gläubiger ja entwertet werden. Da gibt es auch verschiedene Formen, wo das möglich ist. Es braucht letztendlich die krisenhafte Entladung. Nun kann man sagen, ja, warum hat das keiner gemerkt? In den ersten Jahrzehnten nach dem Neustart eines Geldsystems tritt das überhaupt nicht an die Oberfläche, weil es relativ geringe Beträge sind. Man kann ganz grob sagen, um 50 Jahre, 5 Jahrzehnte, ist keine Naturkonstante, aber so in der Größenordnung, muss das immer gravierender werden. Diese Spannungen zwischen dem, was die Gläubiger fordern, auch vom Staat und von den anderen Schuldnern, und dem, was die Schuldner zahlen können, diese Spannungen müssen immer größer werden. Und dann müssen sie sich irgendwann lösen. Wo dann praktisch Geld und Schuld verschwinden, auf irgendeine Art und Weise. Ja, entwertet werden. Entwertet werden. Wobei es dann nur noch eine Frage ist, in welcher Form geschieht das? Also ich versuche das mal zusammenzufassen. Wir haben, ausgehend von einer Zentralbank, die ein gesetzliches Zahlungsmittel schöpft, erstmal einfach diese Noten drucken kann oder diese Noten zur Verfügung stellen kann, zum Beispiel dem Staat oder wem auch immer, in den USA zumindest. Und allein damit dieses Geld zur Verfügung steht, muss diesem Geld auf der anderen Seite eine Schuld entgegenstehen. Ja. Heißt es, wenn es keine Schuldner gibt, gibt es auch kein Geld. Ja, in diesem System. In diesem System. In diesem System. Es wäre auch völlig illusorisch zu glauben, wenn die Schuldner mal ihre Schuldenberge abtragen würden, dann wäre das Problem gelöst. Nein, dann würde das Geld fehlen im Kreislauf. Also wir stellen uns ja manchmal vor, okay, alle sind Unternehmen, Privatleute, der Staat, alle sind hochverschuldet und dann stellen wir uns manchmal vor, wenn bloß diese Verschuldung weg wäre und wir alle schuldenfrei wären, dann ging es uns allen viel besser. Ja, aber in dem System würde das System sogar zusammenbrechen. Ich will ein Beispiel nennen. Der amerikanische Staat hat unter Präsident Clinton mal ausnahmsweise die Staatsverschuldung nicht weiter gesteigert, sondern mal ein Stückchen abgebaut. Damit gab es ja hier eine Delle. Ja. Und das war, ich denke, nicht zufällig die Zeit, wo jetzt die Gläubiger mit aller Gewalt versucht haben, andere Schuldner zu finden. Und das war dann dieses Reindrücken der Kredite in die privaten Haushalte, was dann die Immobilienkrise hervorgerufen hat. Wie gesagt, was ich vorhin angedeutet hatte. Die dinglichen Sicherungen konnten gar nicht so mitwachsen. Es mussten sogenannte faule Kredite werden. Das ist systembedingt. Nicht, weil auf einmal einzelne Banker da irgendwo von der Gier befallen waren. Nein, wenn
bei einer Gruppe der Schuldner eine Delle eintritt, wenn die sich nicht weiter verschulden oder gar sogar in Schuldenbergen ein Stückchen abbauen, dann müssen andere umso mehr in diese Lücke springen bzw. gedrängt und gedrückt werden. Und genau das ist geschehen. Das ist für mich auch ein Beleg dafür, dass es so etwas wie einen monetären Stauungsdruck gibt. Also irgendjemand wird sich verschulden müssen. Ja. Aufgrund der Gläubiger letztendlich, die immer mehr Geld- und Zinsforderungen haben. Irgendjemand muss sich verschulden. Wir brauchen also global übers Finanzsystem gesehen eine Netto-Neuverschuldung. Ja. Es ist also, wenn unser Finanzminister sagt, ja, wir müssen den Haushalt konsolidieren und wir müssen sparen und es gibt zu viele Ausgaben im Sozialen, es gibt zu viele Ausgaben für Bildung und für überall fehlt ja dieses Geld. Also wir zahlen jetzt Studiengebühren, nur ein Beispiel, wo zum Beispiel die KfW jetzt sogar die Zinsen erhöht hat für die Studentenkredite und es scheint überall Geld zu fehlen, aber letztendlich kommt dann doch wieder Geld und wir können den Banken für 400 Milliarden den Interbankenverkehr garantieren und wir können zum Teil Bankeigentümer werden. Der Staat kauft teilweise oder rekapitalisiert die Banken zum Teil. Da ist dann dieses Geld plötzlich wieder da und dann wird also wieder sich neu verschuldet. Versucht man jetzt im Moment den Staat als den Nachschuldner zu installieren, weil die anderen, also Unternehmen und Privatleute, weil die sich jetzt nicht mehr weiter verschulden wollen oder können? Versucht man das jetzt auf den Staat abzudrücken? Oder? Ja, das ist für mich ganz offensichtlich. Der Staat ist, und zwar jetzt in den letzten zwei Wochen, ja, unter unglaublichem Druck. Also was der amerikanische Kongress, was ihn anbelangt, was hier auch Bundestag, Bundesrat anlangt. Und unglaublichem Druck und Zeitdruck, aber auch massiven Druck von Seiten der Medien, ist der Staat in diese Rolle hineingedrängt worden, nämlich jetzt Haftungsrisiko zu übernehmen, beziehungsweise mit diesen Rettungspaketen dann auch zum Teil diese sogenannten faulen Kredite, eigentlich sind es faule Forderungen, aufzukaufen, das heißt ja letztendlich die Verluste zu übernehmen und so weiter. Das kostet Geld. Wo hat denn der Staat auf einmal Geld her? Während wir die ganzen letzten Jahre eben immer nur gehört haben, sparen, 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 kürzen, kürzen, kürzen. Ja, wo kommt das denn auf einmal her? Wo kann es herkommen? Erstens, der Staat muss sich eben jetzt doch entgegen all diesen Absichtserklärungen, hier auch von Finanzminister und Merkel und so, entgegen diesen Absichtserklärungen von wegen bis 2012 war es wohl angepeilt, Netto-Neuverschuldung von null, muss er sich jetzt noch mal mehr verschulden. Und deswegen ist das alles Makulatur, was man vor ein paar Wochen noch hier als hohes Ziel verkündet hat, wo ich schon gesagt habe, das wird nicht realisiert werden, es kann in dem System nicht realisiert werden, ist jetzt Makulatur. Jetzt sagt man, die Bedingungen haben sich verändert, wir hätten ja gerne einen ausgeglichenen Haushalt, Netto-Neuverschuldung von null, das heißt nicht etwa null Schulden, sondern der Schuldenberg auf gigantischem Niveau wächst nur nicht noch weiter. Das wird auch oft vermengt miteinander. Ja. Aber das ist alles auf einmal dahin. Ja. Und ich meine, wir haben ja vorher auch schon dringend eigentlich gebraucht, Gelder in verschiedenen Bereichen, Soziales, Bildung und was weiß ich. Aber da hieß es, es geht nicht. Es ist keins da. Ja. Wo kommt es jetzt her? Also wenn der Staat sich neu verschuldet, erstmal kann er dann Geld reinbuttern, aber er gerät noch tiefer in die Zinsabhängigkeit. Übrigens genau gegenüber dem Bankensystem, letztendlich dem privaten Bankensystem zum erheblichen Teil, was er mit diesen Maßnahmen subventioniert und rettet und davor bewahrt, die Verantwortung für die eigenen überhöhten Risiken zu übernehmen. Und wie kriegt er dann diese wachsende Staatsschuld irgendwo finanziert? Entweder durch Steuererhöhungen, weitere Steuererhöhungen und oder weitere Ausgabensenkungen in anderen Bereichen oder eben nochmal Neuverschuldung. Und so kann das weitergehen. Der Staat ist ja einer der Schuldner, die
also noch viel mehr Kredite eingeräumt bekommen als, sagen wir mal, nicht so ganz zuverlässige private Schuldner. Warum? Weil die Gläubiger, die dem Staat Kredite geben, die gehen davon aus, der Staat kann ja letztendlich zurückgreifen, Kraft hoheitlicher Gewalt, auf seine Bürger. Auf das Eigentum der Bürger. Letztendlich auf das Eigentum der Bürger, in welcher Form auch immer. Höhere Steuern. Ja. Eine andere Möglichkeit ist, dass dieses reingeflutete Geld, also für die Neuverschuldung, meinetwegen dreht die Zentralbank das Geld auf, drehen die Geschäftsbanken die Geldhähne auf, dann flutet neues Geld in den Kreislauf rein, das schwappt über, das treibt vielleicht dann die Preise in die Höhe. Das ist Inflation. Eine Inflation ist eine andere Art, wie sich letztendlich, also wie die Kaufkraft der Bürger entwertet wird. Und gibt es also verschiedene Formen, aber der gemeinsame Nenner davon, der gemeinsame Nenner ist der, dass der Staat zurückgreift auf die Bürger. Und das ist mir vor ein paar Monaten so auf einmal bewusst geworden, warum heißt der Staatsbürger Staatsbürger? Weil er letztendlich für die Staatsschuld bürgt. Er ist der, nicht nur der Bürger, sondern auch der Bürger. Der Bürger, ja. Okay. Der Staatsbürger. Okay. Das heißt, im Moment ist es eigentlich so, dieses Zusammenrauschen ist eigentlich eine deflationäre Tendenz. Es wird ja jetzt, man spricht von Kreditklemme, es kommen ja nicht mehr neue Kredite, damit eben auch nicht neues Geld. Das heißt, es fehlt eigentlich Geld und auf der anderen Seite versuchen Leute aus den Krediten rauszukommen, da man jetzt versucht, die Risiken zu minimieren. Das heißt, es verschwindet eigentlich Geld im Moment. Das ist diese deflationäre Tendenz. Und dann werden ja auch Aktienbewertungen werden ja auch entsprechend niedriger bewertet, weil jetzt die Aktienindizes ja so in den Keller gerauscht sind und noch rauschen. Und jetzt versucht man diesen Prozess praktisch aufzuhalten, aufzufangen durch eine Neuverschuldung des Staates, damit dieser deflationäre Prozess wieder aufgeweitet wird durch neue Staatsschuld. Also es wäre zum Beispiel so, wenn sich jetzt plötzlich alle Amerikaner, alle Konsumenten in Amerika wieder dazu bereit erklären würden, sie verdoppeln jetzt ihre Verschuldung und die Banken würden ihnen die Kredite geben, dann wären wir die Krise erstmal los. Ja. Bis zum nächsten Jahr. Mal, wo es umso mehr dann einbricht. Wo es dann umso mehr einbricht. Ja. Es ist also ein System mit eingebautem Verfallsdatum quasi, das man immer weiter in die Zukunft verschieben kann, auf Kosten dessen, dass die Krise dann immer größer wird. Im Grunde hätten diese Entwertungsprozesse, also dass dieses Geld dann auch an die spekulativen Märkte geflossen ist, geströmt ist, aus der sogenannten Realwirtschaft rausgeflossen, weil da die Renditen real gar nicht mehr ausreichend attraktiv waren, ist es an die Finanzmärkte weltweit geströmt. Die Finanzmärkte sind regelrecht geflutet worden mit Geld, was aus der Realwirtschaft abgezogen worden ist und mit zusätzlichem Geld, was von dem Bankensystem immer noch weiter reingegeben wurde. Dadurch sind die Kurse spekulativ überhöht worden an verschiedenen Börsen. Eigentlich hätte es längst immer wieder Kurskorrekturen bedurft, um diese überhöhten Kurse auf das Niveau der realwirtschaftlichen Grundlagen, also dessen, was wirklich erwirtschaftet wird an Erträgen, zurückzufahren. Und davor haben natürlich die Börsianer oder die da Geld angelegt haben, immer mehr oder weniger Angst beziehungsweise wollen das nicht. Denen ist lieber, wenn die Kurse weiter aufwärts gehen. Und da hat die amerikanische Zentralbank unter Alan Greenspan, der war ja 18, 19 Jahre Chef der Fed, hat diesen Geldhahn, also diese Dollar aus dem Nichts geschöpft, diesen Geldhahn so aufgedreht, dass eigentlich anstehende Kurskorrekturen nach unten immer wieder überdeckt worden sind. Also noch mehr reinfluten, um die Kurse noch mehr zu stützen und in die Höhe zu treiben. Und wenn es dann wieder drohte, noch mehr. Das heißt, es sind ja keine Lösungen der Probleme und der anstehenden Krisen gewesen, sondern es ist das Übertünchen gewesen und das
verlagern in die Zukunft. Und in der Zukunft mussten sich die Spannungen umso mehr aufbauen. Und dann, irgendwann braucht es einen Auslöser, vielleicht zufällig. Es gibt ja sogar auch die These, dass diese Krise an den Finanzmärkten gemacht worden ist. Also im Internet zirkuliert ein Bericht, das ist eigentlich ein Tagebuch des Ablaufs von den letzten 3 Wochen oder also vor einer Woche kam das raus. Und da ist die Rede vom finanziellen Reichstagsbrand. Also als wäre sozusagen die Heftigkeit der Krisenentladung gemacht worden. Und das kann gemacht werden mit größeren Kapitalmassen, die man zum Beispiel dann an den Börsen so einsetzt, dass man schlagartig verkauft. Und dann löst man eine Panik aus, dann gibt es einen Leithammel, so nenne ich den jetzt mal, und dann zieht er Hunderte oder Tausende Hammelherden, also eine Hammelherde hinter sich her. Und dann verkaufen sie alle und dann stürzen die Kurse ab und so weiter und so fort. Erstaunlich ist jedenfalls, dass mit einem Male die Regierung, die Parlamente so unter Druck geraten sind, jetzt mit diesen Rettungspaketen unbedingt das machen zu müssen. Für mich ist wirklich nicht ausgeschlossen, dass diese Heftigkeit ausgelöst wurde. Aber ich will das jetzt nicht auf diesen Punkt verdichten, sondern es war so viel Spannung aufgebaut, dass entweder ein zufälliges Ereignis oder ein gemachtes Ereignis, ein inszeniertes Ereignis, dass das zu dieser Kettenreaktion dann an den Börsen führt und geführt hat. Also langfristig passieren muss es ohnehin? Muss es ohnehin. Mhm. Den Tag kann man nicht prognostizieren. Man könnte ihn aber mit größeren Kapitalmassen sogar provozieren. Ja. Aber geschehen muss es so und so innerhalb dieses Systems. Wie haben die Geschäftsbanken die Möglichkeit, Giralgelder zu schöpfen? Wie machen sie das? Wo kommen dann diese Forderungen her? Womit kaufen die Geschäftsbanken Aktiva, also irgendwelche Vermögensgegenstände? Und wie haben sie überhaupt dieses Privileg erworben letztendlich? Also wie funktioniert dieses Mysterium der Geldschöpfung? Ja, ich will das mal in einem Beispiel versuchen zu erläutern. Angenommen, jemand zahlt bei einer Geschäftsbank 100 Euro ein auf sein Girokonto. Es geht jetzt nicht um Sparkonten, nicht um längerfristig gebundene Gelder, sondern um das Girokonto, wo man ja das Recht hat, dieses Geld auch jederzeit wieder in bar abzuheben, auch aus dem Geldautomaten, das heißt also zweimal rund um die Uhr kann man eigentlich dieses Geld mindestens in dem Betrag, in dem es als Guthaben auf dem Konto steht, abheben. Von Überziehungskrediten und so weiter will ich jetzt mal absehen. Also 100 Mark werden bar eingezahlt, das ist ja von der Zentralbank geschaffener Euro, ja, der Geldschein. Die landen bei der Geschäftsbank. Es entsteht in dem Zusammenhang ein Guthaben auf dem Girokonto. Und über dieses Guthaben kann nicht nur bar verfügt werden, also durch Barabhebung jederzeit, sondern beziehungsweise oder bargeldlos und per Überweisung und über Kreditkarten und so. Und wir wissen alle, dass man bargeldlos eben auch bezahlen kann. Das breitet sich ja auch immer weiter aus, der bargeldlose Zahlungsverkehr. Und wenn das der Fall ist, dann wird ein Großteil derjenigen, die Guthaben auf diese Art und Weise erworben haben, auf ihrem Girokonto, die werden also bargeldlos überweisen. Und nur zu einem gewissen Prozentsatz dann vielleicht hier und da und für diese und jene Zwecke mal Bargeld abheben. Nehmen wir mal an, es wären im Normalbetrieb des Banken- und Zahlungsverkehrs wären das maximal 10%. Das ist jetzt nur ein Zahlenbeispiel. 10% werden in bar abgehoben, dann blieben 90 Euro unangetastet. Und diese 90 Euro könnte die Bank jetzt weiterleihen als Kredit. Eigentlich müsste man fragen, es gehört ihr doch aber gar nicht. Es ist ja auch nicht anvertraut worden auf ein Sparkonto, wo man dann als Sparer
für eine gewisse Zeit verzichtet auf die Verwendung dieser Kaufkraft und sie stattdessen einem anderen leiht, wenn man so will. Sondern beim Girokonto verzichtet ja keiner. Eigentlich ist es ja das Geld des Kontoinhabers. Aber es gibt kein Gesetz, was es unterbinden würde, dass die Banken gleichwohl dieses eigentlich ihnen gar nicht gehörende Geld weiterleihen an andere. Das wäre als solches schon problematisch, denn für das Weiterleihen können sie ja dann Zinsen nehmen. Wenn wir das mal im entsprechenden Beispiel uns vor Augen halten. Man geht in die Philharmonie zum Konzert, gibt im Winter seinen Mantel ab an der Garderobe, kriegt ein Märkchen und das berechtigt darauf, dann diesen Mantel wieder abzuholen. So wie mein Kontoguthaben berechtigt, mein Geld zu holen. Ja, genau. Und die Regel, der Normalbetrieb ist, dass nach 2-3 Stunden, je nachdem wie lange das Konzert dauert, die Leute wieder ankommen und ihre Mäntel dann abholen. Was wäre, wenn jetzt einer in der Pause schon genug von dem Konzert hat und sagt, ich gehe nach Hause, geht an die Garderobe, gibt sein Märkchen ab und das Garderobenpersonal sagt, oh, das tut mir jetzt aber leid, damit hatte ich aber nicht gerechnet, dass Sie jetzt schon kommen. Ja, wieso? Ja, der Mantel ist nicht da. Ja, wieso ist der nicht da? Ja, weil wir den zwischenzeitlich an einen Dritten ausgeliehen haben, damit der hier draußen sich gegen die Kälte schützt. Ja, Sie haben den ausgeliehen und nehmen auch noch eine Gebühr dafür. Also da wird unmittelbar klar, da stimmt irgendwas nicht. Ja, das ist nicht korrekt. Aber das, was hier offensichtlich ist, geschieht bei den Bankgeschäften. Also in dem Fall ist es nicht der Mantel, sondern es ist der 100-Euro-Schein oder diese 100 Euro werden dann weiter ausgeliehen. Das wäre eine Möglichkeit gegen Zinsen. Aber viel genialer ist es ja, diese 90 Euro jetzt als Grundlage zu nehmen, als Reserve zu nehmen, um auf ihnen nochmal je 100 Euro Kredite zu schaffen und diese 100, also 900 Euro Kredite, dann möglichen Kreditnehmern zu gewähren, auf deren Girokonto als Guthaben zu buchen. Und natürlich dann im Wege des Kredites muss der Kredit bedient werden, muss verzinst werden. Und auch dann davon auszugehen, dass was man dort an Guthaben, an Sichtguthaben, so heißt das, weil man jederzeit daran kann, geschaffen hat, das muss natürlich, scheinbar natürlich auch mit Zinsen bedient werden. Diese 900 Euro sind aus dem Nichts geschöpft, sind nur Buchgeld, so nennt man das, als früher das alles noch in den Büchern eingetragen wurde, heute macht es der Computer. Das ist aus dem Nichts geschaffenes Geld, aus dem Nichts geschaffene Guthaben, auf der Grundlage allerdings gewisser Reserven, ja, die dürfen im Normalbetrieb nicht überschritten werden, also bestimmte Reservevorschriften sind dann einzuhalten. Zu bestimmten Zeitpunkten? Ja, damit, wenn die ankommen und in bar abfordern, damit es da nicht eng wird. Aber darüber hinaus, wie gesagt, Guthaben aus dem Nichts geschaffen. Das Interessante ist jetzt, die Begriffe in dem Zusammenhang sind so unklar und so verwirrend, ich weiß nicht, ob bewusst oder mit Absicht, jedenfalls die 100 Euro am Anfang haben ja ein Guthaben begründet aufgrund einer Einzahlung oder einer Einlage und heißen deswegen zu Recht Sichteinlage. Die 900 zusätzlich geschaffenen Guthaben beruhen aber nicht auf zusätzlichen Einlagen oder Einzahlungen. Und gleichwohl werden sie mit dem gleichen Begriff bezeichnet und als Sichteinlage bezeichnet. Das ist grobe Verwirrung. Und dadurch erscheint alles korrekt. Es erscheinen alle geschaffenen Kredite auf der Grundlage von Einlagen erfolgt zu sein. Das trifft aber für die 900 nicht zu. Die sind, wie gesagt, aus dem Nichts geschaffen worden und ermöglichen dem Geschäftsbankensystem jetzt insgesamt im großen Ganzen ein Vielfaches dessen, was die Zentralbank an Zentralbankgeld geschaffen hat. Also nehmen wir es jetzt mal in Papiergeldform, weil wir das noch konkreter uns vorstellen können. Ein Vielfaches dessen an Giralgeld zu schaffen,
damit einen erheblichen Teil der volkswirtschaftlich wirksamen Geldmenge und Nachfrage, das wird ja dann auch zur Nachfrage, zu schaffen. Wie gesagt, von einem privaten Bankensystem wird das geschaffen, was noch nicht mal irgendwo gesetzlich den Auftrag hat, etwa auf Geldwertstabilität oder sowas zu achten, irgendwie auf gesamtwirtschaftliche Ziele zu achten, sondern sie haben nur ihr Geschäftsinteresse im Auge. Deswegen heißen sie ja auch Geschäftsbanken. Es geht um Profit. Sie sind dazu da, Profite zu machen, ja, für die Eigenkapitalgeber. Ja, für die Anteilseigner der Bank. Das ist schon mindestens fragwürdig. Und das Dolle ist, es wird kaum hinterfragt. Also diese volkswirtschaftliche Lehrbuchtheorie, die da in mathematische Formeln gepackt ist, ist ziemlich absurd. Das kann ich jetzt im Einzelnen hier in der Kürze nicht ableiten. Aber sie erweckt immer wieder den Eindruck, als sei jeder dann nochmal neu ausgegebene Kredit Folge vorangegangene Einzahlungen. Und das eben, genau das ist nur zum Teil der Fall. Und zum größeren Teil wird es aus dem Nichts gezaubert. Also, das ist eines der großen Bankgeheimnisse. Wir kennen den Ausdruck Bankgeheimnis, aber das ist wirklich bis heute ein Bankgeheimnis. Ja. Das heißt, Sie haben gesagt, große Teile des Zahlungsverkehrs finden unbar stattfinden, also ja, per Überweisung statt, per Scheck oder was auch immer. Das heißt, vorhin haben wir geredet von dem Druck, der im Moment auf die Regierungen ausgeübt wird oder auf die Staaten ausgeübt wird, sich neu zu verschulden oder entsprechende Regelungen zu treffen und so weiter. Dadurch, dass ein großer Teil des Zahlungsverkehrs per Überweisung stattfindet oder Vergleichbares und eben nicht mehr bar, sind wir also darauf angewiesen, dass diese Zahlungsvorgänge funktionieren. Ja. Wenn es nicht mehr funktionieren würde, wäre Katastrophe. Also wenn das alle ist wie Banken ein dramatischer Blutverlust bei einem Unfall eines Menschen. Ja, mhm. Dann bricht dieser Mensch zusammen. Und wenn der Geldkreislauf sozusagen einen massiven Verlust hätte, dann bricht der ganze Organismus, der soziale Organismus einer Wirtschaft zusammen. Also eine Wirtschaft und die daran Teilnehmenden sind ja auf den Fluss des Geldes angewiesen, ja, wie der Mensch auf den Blutkreislauf, beziehungsweise auf die Luft zum Atmen. Das heißt, darin liegt im Prinzip diese Macht der Banken, diesen Druck aufbauen zu können, denn sie sind quasi unverzichtbar in dieser Art von System. Man hat also die Banken in eine Position gebracht, wo sie lebenswichtig, eben im Sinne dieses Blutkreislaufes, Geldkreislaufes, lebenswichtig für den Geldkreislauf sind, weil sie so einen hohen Anteil an diesem Geldkreislauf haben. Im Grunde hängt die ganze Gesellschaft, also die ganze Wirtschaft und darüber auch die Gesellschaft, hängt ab vom Bankensystem. Und jetzt ist die Frage, oder könnte mal gestellt werden, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass die Banken ein solches Privileg haben? Und wir haben ja bis jetzt über die Geschäftsbanken gesprochen. Man könnte das auch bezogen auf die Zentralbanken aufwerfen, diese Frage. Wie sind die Zentralbanken an dieses Privileg gekommen? Nun, wir haben in den letzten Jahrzehnten, gerade in Deutschland, immer wieder ja die Wichtigkeit gehört und gelesen, dass die Zentralbanken unbedingt unabhängig sein müssten. Unabhängig von wem? Von der Regierung, von den Parlamenten, von den demokratischen Institutionen. Das wäre mindestens auch eine Frage wert. Unabhängig von wem? Oder auch mal die andere Frage, wer hat denn Einfluss auf die Zentralbanken? Wir kennen auch alle den Spruch, Geld regiert die Welt. Da sollte sich unbedingt die nächste Frage anschließen, und wer regiert das Geld? Und wie? Und wenn man das bezieht auf die Zentralbanken, dann gehen die meisten davon aus, natürlich ist das irgendwie eine öffentliche Institution. Ich habe das auch lange Zeit wie selbstverständlich angenommen. Das ist auch überhaupt nicht als Frage jemals aufgeworfen worden, weil das war so klar. Zentralbanken haben öffentliche Aufgaben, gesamtwirtschaftliche Aufgaben, vor allen Dingen im Blickfeld zu haben. Und das scheint doch eine öffentliche Institution zu sein. Dann habe ich immer mal Hinweise bekommen, ja, aber die Fed, amerikanische Zentralbank, das ist keine öffentliche.
das sei eine private Zentralbank. Da habe ich gesagt, das könne wohl nicht wahr sein. Erzähl mir doch nicht so ein Märchen. Ja. Und das, also das hört sich ja ganz nach Verschwörungstheorie an und so. Also mit sowas wollte ich mich sowieso nicht beschäftigen. Gerade als Professor für Volkswirtschaft. Ja, und als ernstzunehmender Mensch. Ja. Und dennoch, es häuften sich die Hinweise. Und ich bin dann mehr und mehr in Literatur eingestiegen, was eigentlich die Funktion der FED anlangt und auch ihre historische Entstehung. Und da bin ich aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Die FED ist gegründet worden 1913 und ist gegründet worden als eine private Zentralbank. Das heißt, von einem privaten Bankenkartell. Dieser Tatbestand ist auch ein ganz großes Bankgeheimnis. Darüber redet man nicht, darüber wird nicht geschrieben. In den Medien wird da überhaupt nicht darauf hingewiesen, also im Großen und Ganzen. Aber es gibt genügend Literatur und auch gut recherchierte Literatur, wo sich das Bild für mich immer mehr verdichtet hat. Ja, sie ist gegründet worden als ein privates Bankenkartell. Ein paar markante Namen, was die Gründung anlangt: Morgan, Rothschild, Rockefeller, Warburg und Kuhn Loeb. Das sind Namen, die im Zusammenhang der Bankenwelt ja öfter auftauchen. Und wenn man sich dann mal anguckt oder liest, wie dieser Gesetzentwurf auf den Weg gebracht wurde, da gab es vorher ein Treffen auf Jekyll Island, wo eben Vertreter dieser gerade genannten Firmen und Banken sich zusammenfanden und großen Wert darauf legten, dass dieses Treffen geheim blieb. Als die Journalisten die Prominenz da sahen und mal interviewt haben, ja, warum treffen sie sich denn, was ist denn der Anlass, haben sie gesagt, wir machen hier eine Entenjagd. Und die haben sich in der Tat in so eine Kleidung gestürzt und ein Gewehr umgehängt und einen Hut aufgesetzt, damit sie als Entenjäger durchgehen konnten. Aber sie haben dort den Plan beschlossen für die Gründung einer privaten Zentralbank. Allerdings darf man das weder dem Kongress noch der Öffentlichkeit zu erkennen geben. Und deswegen wurde auch darüber nachgedacht, wie man diese Zentralbank nennt. Federal Reserve System. Federal denkt jeder bundesstaatlich. Ja, föderal heißt das ja. Bundesstaatlich. Das ist eine Täuschung gewesen. Schon der Begriff ist eine Täuschung und eine Irreführung von Kongress und Öffentlichkeit gewesen. Und das ging dann weiter in dem Stil. Ich will da jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Interessant ist aber, dass der Gesetzentwurf dann zwei Tage vor Weihnachten, am 23. Dezember 1913, in den amerikanischen Kongress ging. Man kann sich vorstellen, viele waren in Gedanken mindestens schon dann in Weihnachtsfeiertagen und manche physisch vielleicht auch schon. Und dann ist das über die Bühne gebracht worden. Und seither ist der bedeutendste, der einflussreichste Geldschöpfer, also was den Dollar anlangt, als nationales Zahlungsmittel für die USA, und der Geldschöpfer des Dollars als internationales Zahlungsmittel im 20. Jahrhundert und bis jetzt zum Teil, dieser Geldschöpfer ist ein privates Bankenkartell. Das ist schon mindestens merkwürdig, wenn nicht auch fragwürdig. Und wo man dann nochmal fragen kann, warum wird das nie erwähnt? Das ist wie ein Tabu. Das ist auch wie ein Schweigekartell in den Medien, dass diese Struktur der amerikanischen Zentralbank, dass die nicht thematisiert und problematisiert wird. Nun kann man sagen, ja, irgendwie muss eine Zentralbank her. Aber interessant ist, dass in der amerikanischen Geldgeschichte es auch Phasen gab, und zwar auch schon vor Ablösung der Kolonien von der britischen Kolonialmacht, wo die einzelnen Kolonialregierungen dann dazu übergegangen sind, ihr eigenes Geld zu schöpfen. Nicht durch ein Bankensystem und schon gar nicht durch das englische Bankensystem, also die Bank von England und so weiter, schöpfen zu lassen, und dadurch auch in Schuld- und Zinsabhängigkeit zu geraten, sondern sie haben ihr eigenes Geld geschöpft und jeweils in den einzelnen
Kolonialgebieten dann als allgemeines Zahlungsmittel zirkulieren lassen. Damit war der Staat nicht in der Schuld, er hatte keine Zinslasten, er hatte Gelder verfügbar zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben, konnte damit Unglaubliches auf den Weg bringen und ja, das Privileg der Banken, also damals der Bank von England, war dann dadurch natürlich gefährdet. Das ist auch der Grund gewesen, warum von englischer Seite her alles getan wurde, um diese Unabhängigkeit in der Geldschöpfung, das war nämlich eine Unabhängigkeit, in der Geldschöpfung der amerikanischen Kolonien, um das wieder zu unterbinden. Das ging so weit, dass man sogar systematisch in Mengen Falschgeld, also diese Kolonialwährungen, Colonial Scrip hießen die, genau nochmal imitiert hat, kopiert hat, Unmengen von Falschgeld in England gedruckt hat und dann eingeschleust hat in den Kolonien, beziehungsweise hat man dann die ganze Druckerei verlagert auf ein Schiff vor der amerikanischen Küste und hat von dort aus Falschgeld gedruckt und eingeschleust. Und dann ist diese Währung inflationiert worden. Das heißt also, wenn so viel Geld überflutet über das, was ein Sozialprodukt produziert worden ist, dann muss das in eine Inflation und Hyperinflation treiben. Und dann hieß es, dieses Geld ist schuld an der Inflation. An einer Inflation, die von außen inszeniert worden war. Ja, und dann ging es wieder zurück. Diese Geldschöpfung wurde verboten von der britischen Kolonialmacht. Und dann brachen da die Krisen aus. Und da hat die Bevölkerung gemerkt, Mensch, das ist doch jetzt ein anderes Geldsystem. Vorher hat das hier alles ist das aufgeblüht wirtschaftlich. Jetzt geraten wir hier in Krisen. Der Staat kann das und das und das nicht mehr finanzieren. Überall, an allen Ecken und Enden wird's knapp. Und das interpretieren manche jedenfalls der Geldsystemkritiker als den eigentlichen Anstoß dann für den Unabhängigkeitskampf der Kolonien gegenüber England. Diese Boston Tea Party, das war irgendein belangloses Ereignis. Aber dass man den Kolonien ihre Autonomie in ihrer Geldschöpfung von Seiten Großbritanniens und des englischen Bankensystems wieder genommen hatte, da war der Kontrast so offensichtlich. Da sind die Kolonien wieder in das Schuldgeld hineingetrieben worden, der Staat in die Staatsverschuldung, mit der Konsequenz, dass öffentliche Aufgaben immer weniger realisiert, finanziert werden konnten und so weiter und so fort. Also das ist so ein spannendes Kapitel. Merkwürdigerweise wird das kaum behandelt, auch nicht mal in den Universitäten, in meinetwegen solchen Kursen wie Weltmarkt und Währung oder Geld und Währung. Es wäre so wichtig, das mal aufzuarbeiten, weil es zeigt, Geldschöpfung kann auch in öffentlicher Hand funktionieren. Und uns hat man immer wieder eingetrichtert und eingetrimmt, dass Geldschöpfung in staatlicher Hand eine Riesengefahr sei. Aber was ist denn Geldschöpfung in der Hand privater Zentralbanken? Das auf jeden Fall ist eine Riesengefahr. Und in staatlicher Hand würde ich auch sagen, das gehört nicht unbedingt in die Hand von Regierung. Wir haben ja ohnehin im demokratischen System, mindestens vom Anspruch her, sowas wie Gewaltenteilung. Da haben wir die Regierung, das ist die Exekutive, dann haben wir das Parlament, das macht die Gesetze, das ist die Legislative und dann haben wir das Rechtssystem, das ist die sogenannte Judikative. Und vom Anspruch her sollten die unabhängig voneinander sein. Die Realität sieht hier und da ein bisschen anders aus, aber das kann man ja dann am Anspruch auch immer wieder messen und kritisieren. Warum, frage ich, gibt es nicht bezogen auf die Geldschöpfung und Geldversorgung, eine weitere öffentliche Institution, ich nenne sie einfach mal, weil es so ähnlich klingt, monetative. Eine monetative Geldschöpfung in öffentlicher Hand. Dann hätte der Staat ein Geld zur Verfügung, was nicht Schuld und Staatsschuld mit sich bringt, was nicht ihn in die Zinslast treibt und in immer stärker wachsende Zinslast treibt, was ihn immer handlungsunfähiger macht, was immer mehr Krisen letztendlich dann auch hervortreiben muss. Das wäre eine ganz andere Grundlage. Und auf dieser Grundlage ließen sich ja Projekte finanzieren, Bildung und
Umwelt und Gesundheit und Infrastruktur und was nicht alles, wo es ja seit Jahren immer mehr fehlt und immer mehr, es in den meisten Bereichen jedenfalls heißt, kürzen, kürzen, kürzen. Warum gehört oder wird das nicht diskutiert? Jetzt gerade, wann läge das näher als jetzt? Wenn nicht jetzt, wann dann, kann man wirklich fragen. Gehört die Geldschöpfung nicht in öffentliche Hand? Und ich bin da jetzt nicht der Einzige, der da irgendwo drauf gekommen ist. Ich habe mich natürlich anregen lassen durch verschiedene andere Autoren. Einer davon ist übrigens weltbekannt, Irving Fisher. Teile seines Werkes, also in Geldtheorie und Geldpolitik, werden in den volkswirtschaftlichen Lehrbüchern immer wieder zitiert. Die Fischersche Verkehrsgleichung und was es da alles gibt. Interessant ist, dass der Irving Fisher in den 30er Jahren drauf gekommen ist, dass das System der Giralgeldschöpfung ein Problem ist, was wir vorhin angesprochen haben. Und dass das Problem der Geldschöpfung in der Hand eines privaten Bankensystems ein Problem ist, wird hier behandelt in Joseph Huber und James Robertson. Geldschöpfung in öffentlicher Hand. Es sollte eigentlich heißen, es gehört in öffentliche Hand. Mhm. Das sind jetzt nur mal zwei Broschüren, um anzudeuten, es gibt Autoren, es hat sie gegeben, die diese Problematik gesehen haben. Übrigens einer zusätzlich noch, ein Frederick Soddy, S-O-D-D-Y. Frederick Soddy war Nobelpreisträger in Chemie in den 20er Jahren. Hochgeschätzt und anerkannt. Und er war seinerzeit darauf gekommen, zu fragen, wie lässt sich das verstehen, dass die Naturwissenschaften und die Techniken solche Fortschritte gemacht haben, dass dann aber diese Fortschritte großenteils immer wieder in Krieg vor allen Dingen eingesetzt wurden und auch in den Kriegen noch eine besondere Schubkraft erfahren haben. Und dann kam er nach der Frage, auf die Frage, warum immer wieder diese Kriege? Und stieß auf den Zusammenhang zum Geldsystem. Und er hat dann ein Buch veröffentlicht, Wealth, Virtual Wealth and Debt, also Schulden. Wohlstand, virtueller Wohlstand und Schulden. Und hat so klar, also in den 20er Jahren, Anfang der 30er Jahre, erstens die Problematik der Giralgeldschöpfung erkannt, der Geschäftsbanken, zweitens die Problematik des Zinssystems erkannt. Drittens die Problematik erkannt der Geldschöpfung der Zentralbank in der Hand privater Zentralbanken, also wie es die Fed gewesen ist, damals ja schon. Das Erstaunliche, seitdem er sich mit diesen Themen beschäftigt hat, hat man ihn ignoriert. Und er ist eigentlich dann ja gar nicht mehr beachtet worden. Also er war fachfremd, Naturwissenschaftler, ja. Fachfremd, und hat dann auf dieses Geldsystem geschaut und festgestellt, dass da wohl einiges nicht so strukturiert ist, wie er sich das von seiner Intuition her vorstellt, und hat das dann kritisiert und ist ab dem Zeitpunkt auch in seinem eigenen Fach dann. Ja, er ist einfach nicht mehr zitiert und eingeladen worden und so weiter. Interessant. Ja, es scheinen öfter Fachfremde zu sein, die einen klareren Blick auf das Wesentliche und auf die wesentliche Problematik des Geldsystems entwickelt haben. Ein anderer, wenn man so will, Fachfremder, jedenfalls nicht akademisch ausgebildeter Autor, ist der Silvio Gesell gewesen. Er ist schon in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Und sein Hauptwerk war die natürliche Wirtschaftsordnung. 1916. Und dieser Silvio Gesell hat in einer solchen Klarheit die Problematik des Zinssystems herausgearbeitet. Und hat auch damals schon gewarnt, 1918, wenn das Zinssystem beibehalten wird, dann wird die Entwicklung zunächst mal stürmisch aufwärts gehen, also die Entwicklung nach dem Ersten Weltkrieg dann, aber es wird einmünden in neue Krisen. Und das ist schon auch beeindruckend, wie Gesell das seinerzeit formuliert hat. Ich will mal sehen, ob ich hier diese Stelle finde, weil die ist es wert,
wirklich mal auch zur Kenntnis genommen zu werden. Silvio Gesell, das ist hier in meinem Buch Der Nebel um das Geld, auf Seite 109, warnte 1918, trotz des heiligen Versprechens der Völker, den Krieg für alle Zeiten zu ächten, trotz des Rufes der Millionen, nie wieder Krieg, entgegen all den Hoffnungen auf eine schönere Zukunft, muss ich es sagen, wenn das heutige Geldsystem, die Zinswirtschaft, beibehalten wird, so wage ich es heute schon zu behaupten, dass es keine 25 Jahre dauern wird, bis wir vor einem neuen, noch furchtbareren Krieg stehen. Ich sehe die kommende Entwicklung klar vor mir. Der heutige Stand der Technik lässt die Wirtschaft bald zu einer Höchstleistung steigern. Die Kapitalbildung wird trotz der großen Kriegsverluste rasch erfolgen und durch ein Überangebot den Zins drücken. Das Geld wird dann gehamstert werden. Der Wirtschaftsraum wird einschrumpfen und große Heere von Arbeitslosen werden auf der Straße stehen. An vielen Grenzpfählen wird man dann eine Tafel mit der Aufschrift lesen können: Arbeitssuchende haben keinen Zutritt ins Land. Nur die Faulenzer mit vollgestopftem Geldbeutel sind willkommen. Wie zu alten Zeiten wird man dann nach dem Länderraub trachten und wird dazu wieder Kanonen fabrizieren müssen. Man hat dann wenigstens für die Arbeitslosen wieder Arbeit. In den unzufriedenen Massen werden wilde, revolutionäre Strömungen wach werden und auch die Giftpflanze Übernationalismus wird wieder wuchern. Kein Land wird das andere mehr verstehen und das Ende kann nur wieder Krieg sein. Das hat er 1918 formuliert. Er sprach von 25 Jahren, das wäre 1943 gewesen und die Geschichte ist uns bekannt. Da war es mitten schon im Zweiten Weltkrieg. Vielleicht sollte ich da mal noch kurz drauf eingehen, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Was hat denn das Zins- und Geldsystem mit Krieg zu tun? Ich erinnere an dieses Bild, was wir vorhin hatten. Diese anwachsenden Geldvermögen, die brauchen anwachsende Schulden. Und wenn die privaten Schuldner an die Grenzen ihrer Verschuldungsmöglichkeiten stoßen, dann ist der Staat dran. Und der Staat stößt aber in einer Demokratie auch irgendwann mal an Verschuldungsgrenzen, weil es dann heißt, ja, wir haben schon so hohe Staatsverschuldung und so hohe Zinslasten, wir können das nicht beliebig weitertreiben. Und der Staat ist also von daher auch nicht beliebig scheinbar als Schuldner zu haben. Wenn in solchen Phasen außergewöhnliche Ereignisse geschehen oder inszeniert werden oder auf den Weg gebracht werden, also wie ein Krieg. Ein Krieg muss finanziert werden. Da hört die Diskussion auf, wo die Gelder herkommen. Sie sind auf einmal da. Mit Steuern kriegt man diese Gelder nicht zusammen. Mit Krediten von Geld, was schon in Umlauf ist, kriegt man diese Gelder auch nicht zusammen. Also entsteht in dieser Situation eines Krieges und des Kriegsausbruchs und des sich hinziehenden Krieges einfach die scheinbare Notwendigkeit, jetzt muss zusätzliches Geld geschöpft werden. Wie? Wir wissen es inzwischen, im Prinzip aus dem Nichts. Durch das Bankensystem. Und auf dem Weg bekommt der Staat das Geld. Ja, und schon ist der Staat schubartig in eine tiefere Verschuldung hineingeraten oder hineingetrieben worden. Das heißt, der Krieg wird in dem Zusammenhang sowas wie etwas Systemimmanentes. Das System treibt mit aller Gewalt dahin, immer wieder neue Anlässe für Verschuldung zu schaffen. Und wie gesagt, wenn es bei den Privaten auf Grenzen stößt, eines der wirksamsten Mittel ist immer historisch der Krieg gewesen. Nun kann man fragen, ja, und wer bezahlt es denn letztendlich? Und auch das ist vielfach zu beobachten gewesen, ganz deutlich in Deutschland. Diese geschöpfte, aus dem Nichts geschöpfte Geldmenge, mit dem der Staat dann immer mehr Sozialprodukt, Rüstungsgüter und so weiter gekauft hat, andere Käufer zurückgedrängt hat,
Das führt dann zu einer Verknappung des zivilen Angebotes, zu einer Entwertung der Kaufkraft. Das ist eigentlich Inflation, die in Kriegszeiten oft noch mit Gewaltmaßnahmen unter der Oberfläche gehalten wird. Man spricht von einer zurückgestauten Inflation. Spätestens nach dem Krieg werden diese Zwangsmaßnahmen dann nach und nach gelockert und dann kommt die Inflation an die Oberfläche. Also aus einer zurückgestauten wird eine offene Inflation. Und diese offene Inflation bringt es dann mit sich, dass die Kaufkraft des Geldes entwertet wird. Das heißt, letztendlich wird es dann bezahlt von, ja, den Bürgern. Und wir haben ja nun in Deutschland eine Inflation nach dem Ersten Weltkrieg gehabt, die allerdings so richtig doll erst eskalierte, ab Mitte 22. Und da war mir lange Zeit auch nicht klar, warum eigentlich brach das nicht gleich 1918 und 19 so heftig an die Oberfläche durch. Also es kamen schon inflationäre Tendenzen, aber diese Heftigkeit, die kam erst ab Mitte 22 bis November 23. Und zwar so heftig, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Im November 23 kostete ein Brot 1 Billion Mark, wofür man vorher, sagen wir mal in Vorkriegszeiten, 1 Mark bezahlt hatte. Eine Geldentwertung im Verhältnis 1 Billion zu 1. Was hat das bedeutet? Die Staatsschulden, die sich aufgetürmt hatten, bis zu einer Größenordnung um, ich glaube, es waren 146, vielleicht auch 154, eine dieser Zahlen, Milliarden Mark damals. Die waren auf dem Höhepunkt der Inflation nicht mehr wert als ein Apfel und ein Ei. Weniger als ein Brot. Das heißt, die Staatsschulden waren mit einem Male weg. Und das heißt natürlich auch, die Forderungen gegenüber dem Staat waren weg. Alle Forderungen sind entwertet worden und alle Schulden sind entwertet worden. Und der Staat hat sich dadurch entschuldet oder ist entschuldet worden. Ich füge immer noch hinzu, entschuldigt hat er sich nie. Nun wird ja diese Dramatik und Katastrophe, kann man ja schon sagen, der Hyperinflation von 1923 von vielen als eines der markanten Beispiele immer wieder zitiert, wie gefährlich es sei, dass der Staat Zugriff auf die Zentralbank hat. Ich bin erst vor ein paar Jahren auf Informationen gekommen, also in dem Buch von Stephen Zarlenga, Der Mythos vom Geld, die Geschichte der Macht und dann später auch noch aus ein paar anderen Quellen, dass auch die sogenannte Deutsche Reichsbank, so muss man es ja schon sagen, die sogenannte Deutsche Reichsbank eine private Zentralbank war. Was ja keiner ahnt. Reichsbank denkt jeder, ja, ist doch was Staatliches. Diese private Zentralbank soll aber bis Mitte 22 in verschiedener Hinsicht staatlich kontrolliert und sozusagen gezügelt worden sein. Und diese Kontrollmöglichkeiten des Staates gegenüber der privaten Zentralbank sind Mitte 22 aufgehoben worden, so dass es von da an eine zügellose private Zentralbank war. Und Deutsche Reichsbank, denkt man auch, sie wäre deutsch beeinflusst gewesen. Aber mit dem Vertrag von Versailles haben die Siegermächte ja manches durchgesetzt, Reparationsverpflichtungen. Und es ist auch durchgesetzt worden, ein wesentlicher Einfluss auf die Deutsche Reichsbank. Also in den Entscheidungsgremien saßen internationale Banker sozusagen. Und da ist mir natürlich irgendwann mal die Frage gekommen, hängt das eine mit dem anderen zusammen? Also diese Zügellosigkeit der Zentralbank ab Mitte 22 und dann die Hyperinflation. Jedenfalls wissen wir, wenn eine Währung zusammenbricht, droht eine Gesellschaft auseinanderzubrechen, in Gewalt auseinanderzubrechen. Oder
sie bleibt noch zusammen, aber dann ist das, was sich an Gewaltpotenzial da aufstaut und an die Oberfläche drängt, das braucht dann äußere Feinde. Gegen die dann äußere oder innere und oder innere Feinde, gegen die dieses Gewaltpotenzial sozusagen kanalisiert werden kann. Und wir wissen, wie es dann verlaufen ist. Nach dieser vermeintlichen Katastrophe, aber die kann ja nicht geschehen sein, die muss gemacht worden sein, ist dann 29 eine weitere Katastrophe oder Krise entstanden, die Weltwirtschaftskrise. Und die ging von den USA aus. Und die fällt in die Zeit, wo die Fed verantwortlich war in den USA. Eine private Zentralbank für die Geldversorgung und für die Geldmengensteuerung und so weiter. In dieser Zeit ist dort die Lawine losgebrochen oder losgetreten worden. Ja, wenn ich richtig informiert bin, ist ja die Fed auch zumindest mit dem Argument installiert worden, dass eben solche Krisen nicht mehr passieren könnten. Ja. Wenn jetzt die Zentralbank als der Lender of Last Resort, sagt man ja, der Geber der letzten Instanz, der Ausleiher der letzten Instanz, das war ja eins der Kernargumente eigentlich, um den Kongress zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, diese Zentralbank zu installieren. Dann hätte man spätestens Anfang der 30er Jahre die Konsequenz ziehen müssen und sagen, was ihr hier an Anspruch vor euch hergetragen habt, ist in der Realität nicht im geringsten eingelöst worden. Wir stecken also jetzt die USA zunächst mal in der tiefsten Krise, damals die Bankenkrise in den USA. Und dass sie sich dann ausgebreitet hat, auch über die anderen Teile der westlichen Welt und sogar noch mit einem Verstärkungsfaktor rübergeschwappt ist nach Europa und vor allem nach Deutschland, hatte auch Gründe in der damaligen Struktur des Geldsystems. Und dass es einen Ansturm auf die Banken gegeben hat damals und dass die Banken auf einmal alle oder viele dicht machen mussten und zusammengebrochen sind in den USA, das hatte auch seine Gründe in der Struktur des Geldsystems, nämlich in diesen eben nur zum Bruchteil gedeckten, durch Bargeld gedeckten Sichtguthaben. Und wenn die Leute dann ihr Geld, was ja eigentlich ihr Geld und ihr gutes Recht ist, abholen wollen, und zwar in stärkerer Weise, zu einem größeren Prozentsatz als im Normalbetrieb, stellt sich auf einmal raus, das Geld ist gar nicht vorhanden. Das ist nicht vorhanden. Das heißt also, dieses Prinzip, der Irving Fisher spricht von 100% Money, wenn es 100% durch Bargeld gedeckt wäre. Und 10% Money, so war das ungefähr damals in den USA, wenn es nur durch 10% Bargeld gedeckt ist, ist ein Verstärkerfaktor in den USA gewesen von 10. Das heißt, als die Leute das Geld abgeholt haben und abgeräumt haben, solange sie noch was bekommen haben von ihren Girokonten, schmolz diese Bargeldsockel bei den Geschäftsbanken dahin, und weil darüber ein Zehnfaches an Giralgeld in Form von Krediten aufgebaut worden ist, mussten die Kredite gekündigt werden und keine neuen gegeben werden, damit das Kreditvolumen um das Zehnfache dieses abgeschmolzenen Bargeldsockels vermindert wurde. Ein Verstärkerfaktor, ein Krisenverstärkerfaktor von 10. Und das hat Irving Fisher damals klar rausgearbeitet und gefordert, die Umstellung auf ein 100% Money. Giralgeld muss 100% durch Bargeld, durch Zentralbankgeld unterlegt sein. Und das bedeutet gleichzeitig, die Geldschöpfung gehört nicht in die Hand des privaten Geschäftsbankensystems. Was Irving Fisher damals noch nicht angerührt hat, war die Frage, wer ist eigentlich die Fed? Und was hat die eigentlich gemacht? Hat die denn ihre Aufgabe erfüllt? Und ich sage, historisch zeigt sich in den 30er Jahren, sie hat sie in keinster Weise erfüllt. Und für mich zeigt sich jetzt erneut, gegenwärtig, sie hat es wiederum in keinster Weise ihre Aufgabe, ihre angebliche Aufgabe erfüllt. Von den Gründern der Fed war ja was ganz anderes bezweckt. Nämlich, ja, Geld regiert die Welt. Und wenn man eine Institution schafft, auf die die ganze amerikanische Wirtschaft angewiesen ist und der Rest der Welt später auch noch, Dollar als Weltgeld, und man hat da den Daumen drauf, dann hat man die Kontrolle
über große Teile der Welt, über die Menschen, über die Ressourcen. Das ist eine so ungeheuerliche Konstruktion, diese fällt von der Gründung an, von dem, was sie oder mindestens was zu ihrer Zeit an dramatischen Krisen sich zugespitzt und entladen und verstärkt hat und jetzt in den letzten Jahren und bis in diese Tage hinein wiederum sich zeigt. Und es ist nochmal ungeheuerlich, nach meinem Empfinden, dass diese Dinge in den Medien, auch nicht mal in den Wirtschaftswissenschaften, thematisiert werden. Es ist wie ein Schweigekartell. Ich weiß gar nicht, wie man sowas auf den Weg bringen kann und aufrechterhalten kann. Ich stelle nur fest, es ist wie ein Schweigekartell. Und diejenigen, die das anrühren, dieses Thema in der Öffentlichkeit, die müssen sich darauf gefasst machen, dass sie mit irgendwelchen Keulen da bedacht werden. Eine wirksame Keule, egal ob das irgendwo berechtigt ist oder nicht, auch wenn es völlig aus der Luft gegriffen ist, eine wirksame Keule ist leider immer noch, dass man dann sagt, das ist ein Antisemit. Das haben sie mir sogar übergehängt, jetzt vor einigen, anderthalb Jahren. Ja, mein Buch, Die blinden Flecken der Ökonomie, würde verbreiten strukturellen Antisemitismus. Das ist unglaublich. Ich habe dazu auch öffentlich Stellung genommen und jeder, der das liest, sieht dann, wie an den Haaren herbeigezogen das ist. Aber das kommt dann für manche Leute offenbar gar nicht drauf an, ob die Argumentation irgendwie auch nur halbwegs oder viertelwegs stimmt. Es kommt wohl drauf an, damit Berührungsängste zu erzeugen. Setz dich nicht mit diesem Thema auseinander, das ist antisemitisch. Ich meine, damit wird doch, oder Verschwörungstheorie, oder es ist eine Sekte, oder was es da noch so ein paar Stempel gibt. Aber bleiben wir bei dieser Keule, wenn das eingesetzt wird, nur um bestimmte Themen nicht öffentlich diskutieren zu lassen. Da wird ein entsetzliches Leid, was im Zuge des Holocaust entstanden ist und die ganzen Folgen davon, wird missbraucht, um die öffentliche Diskussion von dringend notwendigen Diskussionen abzuhalten. Und das ist empörend. Ich will im Zusammenhang mit der FED hier mal kurz ein Zitat vorlesen. Das ist hier in Englisch, ich werde es auch gleich übersetzen. Nämlich von dem Präsidenten und in dessen Amtszeit dieser Federal Reserve Act, also dieses Gesetz, auf den Weg gebracht worden ist, 1913, womit dann die FED gegründet wurde und installiert wurde, womit sie das Privileg der Geldschöpfung, der Dollargeldschöpfung bekommen hat. Eigentlich steht in der amerikanischen Verfassung ja drinnen das Privileg der Münzprägung, und das war aber zu einer Zeit, als Geld noch Münzform war, also eigentlich war gemeint das Privileg der Geldschöpfung, gehört in die Hand, also liegt in der Hand des Kongresses, in öffentlicher Hand. Und der Kongress hat dieses Privileg der Geldschöpfung mit dem Federal Reserve Act aus der Hand gegeben und übertragen auf dieses private Bankenkartell. Wilson hat das ja unterschrieben. Interessant war auch sein sogenanntes zweites Ich, ein Oberst Colonel House, Edward Mandel House, war wohl aus der Bankenwelt sozusagen ihm zur Seite gestellt, um da auf die Regierungspolitik auch direkt Einfluss zu nehmen. Das ist auch sehr gut dokumentiert, dessen fragwürdige Rolle. Jedenfalls hat er das unterschrieben und Jahre später, nach Ablauf seiner Amtszeit, ist ihm erst einmal nach und nach klar geworden, was er da eigentlich auf den Weg gebracht hat oder mit abgesegnet hat. Da hat er sich wie folgt geäußert. I am a most unhappy man. Ich bin ein zutiefst unglücklicher Mann. I have unwittingly ruined my country. Ich habe unwillentlich mein Land ruiniert. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Eine große Industrienation wird kontrolliert durch ihr Kreditsystem.
Our system of credit is concentrated. Unser Kreditsystem ist konzentriert. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men. Das Wachstum unserer Nation und all unsere Aktivitäten sind deswegen in der Hand von wenigen Männern. We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated governments in the civilized world. Wir sind geworden eine der am schlechtesten regierten, eine der am vollständigsten kontrollierten und beherrschten Regierungen in der zivilisierten Welt. No longer a government by free opinion. Nicht länger eine Regierung der freien Meinung. No longer a government by conviction and the role of the majority. Nicht länger eine Regierung durch Überzeugung und die Wahl der Mehrheit. But a government by the opinion and juris of a small group of dominant men. Sondern eine Regierung unter der Meinung und dem Einfluss einer kleinen Gruppe von herrschenden Männern. Das sind deutliche Worte. Woodrow Wilson, amerikanischer Präsident, nach seiner Amtszeit. Der diesen Federal Reserve Act unterzeichnet hat. Der den Federal Reserve Act unterzeichnet hat, und das bezieht sich auch auf den Federal Reserve Act. Und eine ganze Reihe anderer amerikanischer Präsidenten haben sich ähnlich und zum Teil warnend vorher geäußert, also als das anstand, dass die Geldschöpfung in öffentlicher Hand wieder zurückgeholt werden könnte in die Hand eines privaten Bankensystems, haben eindringlich davor gewarnt, zum Beispiel Thomas Jefferson. Das lese ich auch nochmal vor. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, wenn das amerikanische Volk jemals privaten Banken erlauben sollte, die Ausgabe ihrer Währung zu kontrollieren, oder seiner Währung. First by inflation, then by inflation, the banks will deprive the people of all property. Dann werden die Banken erst durch Inflation und dann durch Deflation das Volk all seines Besitzes berauben, until their children wake up homeless in the continent, on the continent their fathers conquered. Bis ihre Kinder aufwachen, ohne Dach über dem Kopf, homeless, auf dem Kontinent, den ihre Väter eroberten. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people to whom it properly belongs. Die Macht der Geldschöpfung oder der Geldausgabe sollte von den Banken genommen werden und zurückgegeben werden an das Volk, dem es rechtmäßig gehört. Auch ganz klar. Und verschiedene andere Zitate in ähnlicher Richtung. Und war selten aktueller. Ja, es war selten aktueller. Wortwörtlich kann man das nehmen. Ja, diese Art der Geldschöpfung wird das Volk berauben seiner Häuser. Das ist die amerikanische Immobilienkrise. Ich schlage auch vor, dass man in der Volkswirtschaftslehre nicht mehr von Haushalten spricht, denn die können die Häuser nicht mehr halten, sondern von Hauslosen. Ja, ja. In der amerikanischen Wirtschaft wird das mehr und mehr der Fall. Es sind mehr und mehr Hauslose und keine Haushalte mehr. Jetzt haben wir diese Macht sehr gut beschrieben. Also wir sind abhängig von diesem Bankensystem, also ausgehend von einer Zentralbank, ja, die zum Teil sogar in Privatbesitz sein kann. Aber zumindest schöpft eben die Zentralbank das gesetzliche Zahlungsmittel und nicht das Volk, wie eben Jefferson also, schreibt, the people. Ja. It belongs to the people. Und dann sind wir abhängig von dem Geschäftsbankensystem, was darauf aufbauend Kredite vergibt. Wir sind davon abhängig, dass es weiter Kredite vergibt, und zwar mehr und neue Kredite. Und man kann wirklich sagen, Kredite auf Deubel kommen raus, ja, weil dieses System Geldvermögen und Verschuldung ja immer mehr Schulden fordert, damit die Geldvermögen anwachsen können. Und man kann auch noch hinzufügen, damit die Geldschöpfer wachsenden Einfluss und wachsende Kontrolle bekommen. Denn das ist ja damit auch verbunden. Und dann diese Dynamik treibt dann
deflationäre Krisen hervor, ob die dann ausgelöst werden oder nicht. Langfristig müssen sie kommen. Und diese deflationären Krisen, wie wir sie jetzt haben, also dass Aktienkurse sinken, dass Kredite platzen, dass Geld verschwindet, keine neuen Kredite vergeben werden, die müssen kommen. Und dann muss der Staat als Nachschuldner kommen, wie auch immer. Er bietet dann vielleicht an, er erobert neues Land, kann dann ein großer Nachschuldner werden für dieses Bankensystem wieder, um das Ganze am Laufen zu halten. Und dann hofft man auf die Einkünfte aus neu erobertem Land. Oder was ist da die Hoffnung? Also, ja, mir ist es ja ohnehin völlig rätselhaft, wie es Menschen geben kann, die in solchen letztendlich pathologischen Dimensionen denken und vor allen Dingen handeln. Ja, also immer mehr Macht, immer mehr Kontrolle, immer mehr Forderungen gegenüber Schuldnern, wo völlig klar ist, dass die Schuldner zusammenbrechen müssen. Meinetwegen ja auch die dritte Welt muss ja unter den Schulden und ist ja schon längst zusammengebrochen worden. Ich dachte früher immer, das müsste doch für die Gläubiger schlecht sein, wenn die Schuldner nicht mehr zahlen können. Mittlerweile weiß ich, nein, das ist der willkommene Anlass, um den Schuldnern das Eigentum zu rauben. Es sind wirklich organisierte Plünderungen, globale organisierte Plünderungen auf eine so undurchsichtige und schwer durchschaubare Art, die mit diesem Geldsystem hier Zins und Geldschöpfung bewirkt werden. Es hat mal ein kritischer Ökonom, der Michel Chossudovsky, der ist Prof für Ökonomie in Kanada, der hat schon, der war nah dran und der hat gesagt, es gibt sowas wie Financial Warfare, also Kriegführung mit finanziellen, mit Finanzinstrumenten, mit Finanzwaffen, so könnte man es übersetzen. Nicht, dass er meint, man kann jetzt mit Geld Rüstung finanzieren und dann Bomben werfen und so. Das ist die, ich sage mal, konventionelle Art der Kriegführung. Aber auch wenn solcher offener Krieg nicht geführt wird, um zum Beispiel andere Völker und Länder zu zerstören und zu erobern, gibt es Financial Warfare. Das läuft ganz undurchsichtig, nämlich Anlässe zu schaffen für Verschuldung. Dann ganze Länder und Völker in die Schuld, in die Verschuldung zu treiben, hinterher zu fordern. Und wenn sie den Schuldendienst nicht leisten können, und das kann man auch bei der dritten Welt aufzeigen, dass das völlig unmöglich ist im großen Ganzen, für große Teile, dann ist das der Anlass, drüber zu reden, ja, wie könnt ihr denn uns Gläubigern vielleicht anders dienen, indem ihr eure Ressourcen zur Verfügung stellt. Ja, das ist die Eintrittskarte, also über die Verschuldung, über die Forderungen, die dann nicht mehr bedient werden, haben die Gläubiger den Fuß in der Tür, um ganze Länder und Völker unter ihre Kontrolle zu bringen. Und das scheint Methode zu haben. Ja. Also ich bin wirklich fasziniert von dieser Dynamik, von der Zwangsläufigkeit, die sich da ergibt. Aber auch der Idee, dass man das ganz bewusst einsetzen kann und dass das wohl auch so gemacht wird. Mir, wo Sie das so beschrieben haben, ist mir der John Perkins eingefallen. Er hat ein Buch geschrieben, Confessions of an Economic Hitman. Also es ist praktisch das Geständnis eines ökonomischen Attentäters. Also wie Sie beschreiben, diesen Financial Warfare, also mit finanzieller Kriegsführung. Und er beschreibt genau das, was Sie sagen. Er wurde dazu eingestellt, Kredite zu vergeben, die diese Länder nicht zurückzahlen konnten langfristig, auch mit Subventionen und was auch immer da dann letztendlich die Rolle spielt, dass sie ihre Preise nicht bekommen. Und dann hat er gesagt, sobald sie nicht zurückzahlen konnten, dann haben wir gesagt, gebt uns den, also er hat das Pound of Flesh genannt, gebt uns einen Anteil, gebt uns euer Eigentum, was auch immer, Ressourcen und so weiter. Ja. Also es wird ganz bewusst, wird es gemacht und wird ein Druck ausgeübt, dadurch, dass wir so abhängig sind von diesem System, wird ein Druck ausgeübt, der unglaublich ist. Und jetzt ist die Frage, wie kann man diese Abhängigkeit reduzieren? Kann man eine Demokratisierung schaffen dieses Prozesses? Kann man den durchsichtiger, transparenter, verständlicher machen? Kann man, was ist der Ansatz, um aus dieser Art der Abhängigkeit rauszukommen, dass diese Möglichkeit, diesen Druck auszuüben, nicht mehr so da ist? Denn es hat ja mit Demokratie, also Entschuldigung, aber das hat damit ja nichts zu tun. Ich meine, dass die Demokratie immer mehr ausgehebelt wird unter solchen Einflüssen. Das haben wir jetzt in den Wochen hier
deutlich vorgeführt. Ja, wir haben den Weltrekord im Gesetz zu verabschieden. Ja, es hieß ja nur noch, es ist alternativlos. Ja. Ja, diese Rettungspakete sind alternativlos. Die Kongressmitglieder in den USA, die zunächst mal, also im Repräsentantenhaus, dagegen gestimmt hatten, gegen dieses amerikanische Rettungspaket, die sind unter unglaublichen Druck gesetzt worden. Sie wären die Schuldigen, wenn es dann sich zuspitzt. Und im zweiten Durchgang haben sie ja dann mehrheitlich doch zugestimmt. Hier bei uns hieß es, und zwar von allen Seiten, von allen politischen Parteien, wie sie im Bundestag vertreten sind, es ist alternativlos. Ja, auch wenn hier und da und dort kleine Korrekturen vielleicht noch anzubringen waren im Bundesrat über die Länder und so. Aber im Vorhinein hieß es, es ist alternativlos. Ja, dann frage ich mich, wofür denn dann noch Demokratie? Das ist Finanzdiktatur. Und das Traurige ist, innerhalb von diesem System ist es ja sogar alternativlos. Ja, aber umso notwendiger wäre es, wenn erkennbar ist und deutlich ist, zu welchen unglaublichen Zuspitzungen dieses System jetzt getrieben hat, ja, entgegen all diesen Schönrednereien der neoliberalen Fanatiker und Prediger, von wegen es würde sich alles zum Besten aller regulieren mit Globalisierung, Liberalisierung und so weiter. Jetzt sehen wir doch, wohin dieses System getrieben hat. Und die Kritiker wollte man Jahrzehnte nicht hören. Da wäre doch jetzt allerhöchste Zeit. Es wäre notwendig, wirklich um eine weitere Verschärfung der Not, die ja davon noch ausgehen wird, abzuwenden, die tieferen Ursachen bewusst werden zu lassen. Es ist jahrzehntelang, wenn nicht jahrhundertelang, ja, über mehrere Jahrhunderte, ist diese Problematik dieses Geldsystems kollektiv verdrängt worden. Und es hat mindestens an bestimmten historischen Weichenstellungen auch ganz konkret nachweisbare Einflüsse gegeben, dass das von bestimmten Kreisen bewusst auf den Weg gebracht worden ist. Ich nenne eine ganz markante Weichenstellung in der Geschichte, das war die Gründung der Bank von England. Die ist ja nun auch nicht ganz unbedeutend gewesen in der Geschichte. Ja, englischer Kolonialismus und so weiter. Das musste auch alles finanziert werden, die Eroberung. Und das englische Bankensystem hat eine ganz wesentliche Rolle dabei gespielt. Die englische Zentralbank, die Bank von England, ist von Anfang an auch gegründet worden als eine private Zentralbank. Und der König, damals der William oder Wilhelm von Oranien, Wilhelm III. Von Oranien, hatte dem Gründer der Bank von England hatte das Privileg übertragen der Geldschöpfung und war dann selber darauf angewiesen, auf Kredite von der Bank, der er das Privileg übertragen hat. Und war selber dann mit Zins in die Schuld geraten und so weiter und so fort. Und diese Bank konnte dann sagen, also was, du willst nochmal Kredite für diesen Krieg? Nee, das da kriegst du keinen. Aber wenn du gegen die einen Krieg führst, kriegst du Kredite. Ich deute nur an, die Möglichkeit, dass dann sozusagen eine Macht hinter der offiziellen Macht, hinter dem offiziellen Souverän wirksam werden kann. Da kann man sagen, ja, damals war das eh alles eine kleine Clique hier, Feudaladel, Geldadel und so weiter, kirchlicher Adel. Danach kam aber die Demokratie. Nur der Demokratisierungsprozess in Bezug aufs Geldsystem hat überhaupt nicht Schritt gehalten. Wir sind noch in alten Zeiten stecken geblieben. Und das ist eine Ungeheuerlichkeit. Jetzt wäre die Zeit, diese kollektive Verdrängung aufzuheben und diese tieferen Ursachen für diese Zuspitzung der Krisen öffentlich zu diskutieren und dann natürlich auch Alternativen herauszuarbeiten. Da gibt es eine Menge an Grundlagen, die schon entwickelt worden sind. Es braucht nur mehr und mehr Bereitschaft von wachsenden Teilen der Öffentlichkeit, das überhaupt mal zur Kenntnis zu nehmen. Und da wäre es eine große Aufgabe der Medien, diese Diskussion zu ermöglichen. Nur es scheint immer noch so zu sein, dass solche Themen im Großen und Ganzen in die Massenmedien nicht reingelassen werden. Und das ist auch der Grund, warum dann eben andere Möglichkeiten der Informationsverbreitung
genutzt werden. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt hier zu diesem Interview gekommen bin, das nicht so viel erreicht wie ARD und ZDF, aber vielleicht doch einige erreicht.